1 präsentiert Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Celluloid-Zyniker und zu einer neuen Ausgabe von German Gulasch, wo wir über die ganz besonderen deutschen Filme reden. Wir haben wieder einen speziellen Spezialgast dabei, der Patrick und ich, nämlich Lukas Kurstedt. Hallo Lukas! Hallo, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du zum zweiten Mal da bist und mit uns über einen doch recht episch langen deutschen Film redest, den nicht alle so schlecht finden wie wir. Und ich habe noch eine zweite Parallelität zu Werk ohne Autor gefunden. Es ist auch ein recht episch langer deutscher Film, den Patrick mit 2 Sternen bei Letterboxd bewertet hat. Und vielleicht wird sich das nach unserem Gespräch nochmal ändern. Hey, wann habe ich welche andere epische deutsche Filme ich mit 2 Sternen bewertet? Ja, du hast Werk ohne Autor auch zunächst mit 2 Sternen bewertet, weil du ihm zugute halten wolltest, dass er unterhaltsam ist. Ja, stimmt. Und dann hast du mir nochmal ins Gewissen geredet, ja. Ja, und ich glaube, vielleicht machen wir das heute ja auch nochmal. Ja, vielleicht. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, dass der Film scheiße ist, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Aber ich finde es so spannend, woher dieser infernale Hass kam, weil das war ja eigentlich der Ursprung der ganzen Nummer hier, dass ich wusste, dass ich hier 2 Kandidaten habe, die wirklich sehr, sehr große Hassgefühle diesem Film gegenüber haben. Und ich bin sehr gespannt zu hören, woher die bei euch eigentlich kommen. Ich kann da gerne gleich schon einsteigen, wenn du möchtest, denn ich habe diesen Film im Kino gesehen. So gefühlt, weil ich weiß nicht, ob das viele andere Leute getan haben. Ich habe ihn in der Sneak gesehen. Ich war 2018 ein sehr regelmäßiger Sneak-Gänger in den Zeise-Kinos in Hamburg-Altona mit einer guten Freundin, die eben dort lebte. Das heißt, Dienstag 22.45 Uhr fand man sich verlässlich in Saal 1 ein und hoffte mal, was das Leben einem so brachte. Und der Sommer war jetzt so eine Zeit, wo meistens französische Komödien liefen. Das heißt, man rechnete schon damit, dass man wahrscheinlich nach einer Dreiviertelstunde rausgeht. Also ich habe da Top-Filme gesehen wie Dein Wort in Gottes Ohr oder Liebe bringt alles ins Rollen und all solche großen Späße. Und es lief eben auch immer dieser Trailer für den Film 303. Und der erinnerte mich sehr an den ersten Sketch, den Florentin Will auf seinem Kanal Gute Arbeit Originals machte, nämlich an diesen Road-Movie-Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da parodieren sie ja Status, kenne ich. Da parodieren sie ja auch so ein bisschen den deutschen Indie-Film. Und ich sah diesen Trailer zu 303 und dachte mir, das ist doch genau das. Das ist doch genau das. Nur ernst gemeint. Ich sah aber halt den Namen Hans Weingartner und erinnerte mich, dass ich Die fetten Jahre sind vorbei doch mal ganz gut fand. Ich glaube, das muss man auch immer zu Weingartner, wie ich im Vorgespräch gemerkt habe. Ich glaube, das ist so jemand, wo man verpflichtet ist zu sagen, ja, aber Die fetten Jahre sind vorbei ist ja ein ganz guter Film. Egal, was er dann später noch gemacht hat. Und dann kam dieser Film, der Moderator der Sneak meinte schon, ja Leute, wird heute ein bisschen länger. Wir hatten uns, okay, was kommt jetzt? Und dann schaute ich bei Letterboxd und dachte, dieser Film ist 150 Minuten lang. Dachte mir, ach Gottchen. Der Kumpel, mit dem ich drin war, flüchtete nach 80 Minuten aus dem Film. Und meinte, nee, das kannst du dir alleine weiter angucken. Und ich dachte mir, na gut, jetzt bin ich ja schon zur Hälfte drin. Also ich möchte jetzt schon noch sehen, wie sie sich küssen und auf was das Ganze hinausläuft. Aber ich fand es wirklich nicht so gut, kann ich schon mal in der Kurzfassung sagen. Es hat sich nicht unbedingt geändert. Lukas, was ist mit dir? Du hast ja, als du noch Sterne-Lukas warst, dem einen Stern reingedrückt, als er im Kino lief. Was war da los? Schlechten Tag gehabt? Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum du denkst, dass ich infernalen Hass auf diesen Film hätte. Ich habe den Film damals auch im Kino gesehen und es war auch eine logischerweise Sommervorstellung, aber mittags, ich glaube, ich habe den gesehen, um damals in den Frühzeiten meines YouTube-Kanals ein Zweigespräch dazu aufzunehmen. Ich glaube, dass das so war. Und ich glaube, meine damalige Reaktion war eine so negative, weil ich den Film in seiner absurden Dialoglastigkeit so sinnfeindlich empfand und es auch jetzt immer noch tue. Also es ist ein Film, den man sich nicht anschauen muss, also den man hören kann, wenn man sich tatsächlich dafür interessiert, was diese beiden Menschen da so von sich geben. Und das hat mich, glaube ich, am meisten gestört, dass der Film irgendwo so ein bisschen mit ein paar freundlichen Filtern und etwas Sepia und etwas gedämpften Farbwerten so versucht, eine Stimmung und eine Atmosphäre zu schaffen, aber eigentlich die Motive des Genres, nämlich weder die Motive der romantischen Komödie, der generell des Liebesdramas, noch die Motive des Roadmovies ernst nimmt. Denn es ist einerseits unsinnlich, weil die beiden zwar 3 Stunden über Sex reden, aber es nie dazu kommt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich unbedingt
Sexszenen im Kino haben möchte. Weil du eigentlich sowas wie Werk ohne Auto wiedersehen wolltest. Ja, natürlich, aber da hätte auch Paula Bär mitspielen müssen. Und zweitens, das Roadmovie kommt, naja, auch zu kurz, weil es ist Kulisse, es ist Hintergrund, es spielt keine Rolle, es ist nicht ein eigener Akteur, die Straße. Und ich glaube, diese Kombination hat mich besonders aufgeregt, mit dem Zusatz, dass ich mal wieder auf ein Prädikat gestoßen bin, was ich selbst ungern eigentlich verwende, aber es kommt ab und zu dazu, Werk ohne Autor gehörte dazu, dieser Film gehört dazu. Es ist halt nun einmal sehr prätentiös, was dort passiert. Uff. Und ich glaube, das war damals der Seheindruck und jetzt habe ich den Film noch einmal mit Vollgenuss gesehen. Und ich muss auch hinzufügen, ich verstehe das Prinzip eures Formats und ich glaube auch, dass sehr viele Filme es verdient haben, auf eine solche Weise im German-Gulasch-Modus zerstört zu werden. Und dennoch habe ich mir davor gedacht, ach, es ist aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen tröge, wenn man sich die einfachen Opfer vornimmt und draufhaut. Und dachte mir, lass uns doch mal den Film anschauen und ihm eine Chance geben. Also ich wollte möglichst ihm sagen, hey, komm, gib dir nochmal Mühe, mal gucken, was passiert. Und es hat nicht ganz funktioniert. Dementsprechend ist meine Meinung im Unterschied zu 2018 auch nicht besonders unterschiedlich ausgefallen jetzt nach den neuen fast 3 Stunden. Diesmal hatte ich Alkohol dabei, beim ersten Mal im Kino leider keinen. Ja, Jungs, danke für das Gespräch. An dieser Stelle sage ich, mal gucken, worüber wir das nächste Mal reden. Das, über 304. Schon gut. Über 304. Nee, Lukas, du hast schon einige tolle Punkte gesagt, auf die wir im Gespräch, denke ich, gleich noch eingehen werden. Ich fand das ganz gut, was du gerade nochmal gesagt hast, mit dem Film eine Chance geben. Denn das ist ja tatsächlich eigentlich das, wie Patrick und ich auch in jeden Film reingehen. Hm. Also, wir gehen ja auch an Abschussfahrt, 4 ist einer zu voll, und sagen uns, hey, vielleicht ist das ja wirklich der definitive Film zur Abifahrt. Und dann ist man ja auch enttäuscht nach 10 Minuten, wenn man merkt, nee, ich glaube nicht. Aber immerhin konnte man raffinierte Drehbuchkniffe lernen. Hm. Von Abschussfahrt von 303 nicht so richtig. Aber ich finde jetzt, wenn du sagst, man kann den Film nur hören, also man würde dann ja die tollen Sepia-Filter verpassen und die Aufnahmen aus Fenstern heraus. Ja, und vor allem auch die langweiligsten Schussgegenschüsse aller Zeiten. Also und die High-Fives. Und die High-Fives, die man sich... Die High-Fives. Also der eine Schussgegenschuss vorne auf der... Jetzt bin ich natürlich als Autofachmann wieder gelackeimert auf dem Armaturenbrett. Da ist der Schuss gegen Schuss oder von hinten auf die beiden, also auf der zweiten Reihe. Das sind die beiden Modi des Erzählens, die der Film hatte. Das war tatsächlich schon sehr außergewöhnlich, um dann darüber dann eine, weiß ich nicht, 10-minütige Dialogsequenz halten zu können oder halten zu wollen. Sehr mutig. Da muss der Dialog danach halt auch schon wirklich sitzen. Und ich habe auf Wikipedia aus Belustrung nachgelesen, dass Herr Gartner. Ein guter Schauspielregisseur wäre. Das wollte ich auch nochmal kurz dalassen. Und ich sehe auch den beiden an, dass sie alles rausholen wollen, aber egal. Patrick, warum findest du den Film eigentlich so toll? Ja, also ich bin ja jetzt der große Anwalt des Films hier aufgetreten. Nee, also ich glaube, ich hatte zu dem Film dahingehend ein relativ komisches Gefühl schon vornherein, weil ich mir dachte, wie viel kann da jetzt schon schief gehen? Weil die Prämisse klang eigentlich, wie Lukas schon gesagt hat, eigentlich fast schon zu unschuldig, um so hassenswert zu sein. Mhm. Und dann kam halt auch dazu, dass ich halt zu Hans Weingartner eine relativ gute Beziehung habe, weil er meiner Ansicht nach einen der besten Filme aller Zeiten gemacht hat mit Das Weiße Rauschen. Den ich mit einem dauerkommentierenden Lukas Kuschett auch gesehen habe. Dauerkommentierend. Ja, der den Film fast komplett versaut hat, auch für mich. Jedenfalls habe ich dadurch halt gedacht, also wie schlimm kann das schon werden? Nur war ich leider insofern vorbereitet, dass ich Free Rainer schon davor mal gesehen hatte und ich auch im Nachhinein sagen muss, ich weiß auch nicht mehr, ob ich die fetten Jahre sind vorbei wirklich für einen guten Film halte. Ich traue mich da ehrlich gesagt auch nicht so ran, weil ich da das... Das ist egal, Patrick. Du musst aber immer, wenn du über Hans Weingartner sprichst, sagen, der hat die fetten Jahre sind vorbei gemacht. Ich finde, das muss man nicht mal das sagen. Man muss einfach mal sagen, er hat das Weiße Rauschen gemacht. Das reicht schon. Also wer so einen Film macht, der braucht danach eigentlich auch keinen mehr machen und es wäre vielleicht auch besser gewesen. Ja, den Film kennt das Feuilleton aber nicht, Patrick. Das Feuilleton kennt die fetten Jahre sind vorbei. Das Weiße Rauschen ist ja auch nicht, vorwiegend antikapitalistisch, sondern setzt sich mit einem Menschen auseinander. Das ist ja, das sieht das Feuilleton ja nicht so gerne. Das mögen wir nicht im deutschen Film. Nee. Sowas machen wir ja nicht. Naja, jedenfalls, ich bin in den Film rein und ich habe so die ersten 20 Minuten geguckt und ich dachte so, also so schlecht gelaunt können Lukas und Finn ja wirklich nicht gewesen sein, dass sie den so schlimm fanden. Und dann machten die Charaktere wirklich das erste Mal richtig den Mund auf. Und dann ist mir irgendwann so klar geworden, oh,
Das meinten die. Weil spätestens als Jan in das Auto reinsteigt und erstmal mit einem riesen Monolog darüber anfängt, wie scheiße er Selbstmord findet und dass die Leute sich schämen sollten, die sich umbringen. Und dass vor allem die Angehörigen diejenigen sind, die am meisten darunter leiden. Und dann danach aus diesem Wohnwagen meiner Ansicht nach zu Recht rausgeworfen wird, nur um dann zu checken, fuck, es ist ja ihr fucking Bruder, der sich ja umgebracht hat, deswegen reagiert die da so schlecht drauf, nur um dann eine Sekunde später zu sagen, fuck, wo ist mein Handy? Dachte ich mir so, das ist dann wohl das, was Finn neu mit dem neudeutschen Begriff Tone Deaf bezeichnen würde. Ja, und dann hat sich das Ganze dann auch eigentlich so bewahrheitet. Das ging dann einfach so weiter und weiter. Ich würde dem Film trotzdem nochmal zwei tatsächlich gute Szenen unterstellen, aber die kommen sehr, sehr spät im Film und die will ich jetzt noch nicht anbringen. Reden wir erstmal über das, was nicht so funktioniert. Ja, ich verlese vielleicht kurz einmal eine Inhaltsangabe zu diesem Film und ich bin sehr begeistert von der Kurzzusammenfassung, die auf Wikipedia zu finden ist. Ich dachte erst, ich lese was von Filmstarts vor oder vielleicht auch von der ARD-Seite, aber nein, ich glaube, der Wikipedia-Zweizeiler packt den Gestus dieses Filmes schon sehr gut zusammen. Also, 303 ist ein deutsches Liebes-Road-Movie des österreichischen Regisseurs und Drehbuchautors Hans Weingartner aus dem Jahr 2018. Der, Zitat, Anti-Tinder-Film handelt von der allmählichen Annäherung zweier Studenten, gespielt von Maler Emde und Anton Spieker, die spielen eben Jule und Jan, während einer 12-tägigen Reise von Berlin nach Portugal in einem Wohnmobil. Ja, und ich habe jetzt das Gefühl, man muss diesen Film zwangsweise immer mit Richard Linklaters Before-Film vergleichen. Das tut irgendwie jede Person. Wo ich aber sagen würde, nee, bei den Before-Filmen geht es eigentlich um was komplett anderes als hier bei 303. Also ja, oberflächlich, wenn man jetzt sagt, man möchte Mitte 20-jährigen Leuten dabei zuhören, wie sie über Sachen reden, dann sind das schon irgendwie ähnliche Filme. Aber bei den Before-Filmen geht es ja, das steckt schon im Titel, um das Verstreichen von Zeit und wie man gegen Zeit arbeitet, wie die Zeit gegen einen selber arbeitet, wie man eben nur einen ganz kurzen Moment mit einem Menschen hat und sich fragt, ist das vielleicht der Mensch fürs Leben? Und dann eben in späteren Filmen, was passiert, wenn du deine große Liebe wieder triffst und vielleicht feststellen musst, es ist gar nicht deine große Liebe. Und 303 ist da einfach komplett faul. Denn diese Zeit von 12 Tagen erscheint mir niemals als drängend. Die verschiedenen Ziele, die sich setzen, am Anfang heißt es, Jan möchte nur bis Köln mitfahren, dann sagt man ihm, ach komm, wir fahren einfach weiter. Da ist nie eine Dringlichkeit drin. Und selbst wenn die beiden sich trennen, ich muss nämlich den Before-Film auch hoch anrechnen, die machen nie irgendwelche blöden Drehbuchkonstruktionen. Also da gibt es nie den Moment, wo die beiden sich streiten und auseinandergehen und dann treffen sich zufällig doch in einem Café in Wien wieder und dann ist wieder alles gut. Und 303 macht halt nach einer halben Stunde, wie ich wollte gerade Jan sagen, aber wie Patrick das gerade schon anführte, eben diesen Moment, dass Jule Jan wahrscheinlich auch zu Recht aus ihrem Wohnmobil rausschmeißt. Und zum Glück ist er dann später auf dem gleichen Rastplatz, wo sie fast vergewaltigt wird. Und das ist dann ein Moment, da sage ich, ey, Hans Weingartner, das kannst du eigentlich nicht machen in dieser Art von Film. Wenn du wirklich so ein Laidback Slice of Life Roadmovie drehen möchtest, dann musst du deine Figuren eigentlich zusammenhalten. Dann darfst du nicht mit so vielen Zufällen und auch so blöden Zufällen in deinem Film arbeiten. Das bringt mich dann einfach raus. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die anderen Konflikte, weil jede der beiden Figuren hat ja einen inneren Konflikt. Die eine ist schwanger und hat das Problem mit dem Freund, der irgendwo im Feld steht. Lustigerweise wird der Freund im Extended Cut bei der Netflix-Serienform sogar auch mal gezeigt in einem kurzen Zwischenschritt. Und wird nicht besonders sympathisch gezeigt. Also wer die Serie guckt, weiß sofort, der Freund gehört auf die Abschlussliste. Und dann haben wir natürlich noch unseren Helden und sein Problem mit seinem leiblichen Vater. Das heißt, diese beiden Konflikte haben wir ja auch noch. Und das ist ja eigentlich auch der Rahmen, warum diese Reise stattfindet für beide. Die eine will zum Freund, um ihm zu sagen, ich bin schwanger. Der andere will seinen Vater besuchen, seinen leiblichen Vater, um zu sagen, hey, hier bin ich. Das ist ja eigentlich die Grundmotivation für die Reisebewegung beider. Und wenn man sich dann anschaut, wie beide diese Konflikte am Ende auf eine sehr harmonische Art und Weise oder sagen wir mal eine sehr passende, sehr gute Weise lösen, zeigt ja auch, dass das auch nur wiederum dramaturgische Aufhänger waren, um diese Reise überhaupt beginnen zu lassen. Und das finde ich in der Hinsicht auch schade. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist natürlich tragisch, dass eine junge Frau da auch noch eine Fehlgeburt hat. Aber der Drehbucheinfall, dieses Problem so zu lösen, zeigt auch, dass die eigentliche Tragik oder so eine gewisse Ironie der Geschichte auch nicht ganz ausgekostet wird, weil unser junger Mann ist ja, wie er weiß, aufgezogen worden von einem Vater, der nicht sein Leiblicher war und der ihn das anscheinend indirekt spüren lassen hat. Und jetzt könnte er wieder in die Situation kommen, auch ein solcher Vater zu werden. Und das könnte ja dieser Film
auch ausloten, um den inneren und äußeren Konflikt, also die anbahnende Liebesgeschichte und den Konflikt mit dem leiblichen Vater, über Kreuz zu legen und auch durchaus in so eine melodramatische Kruste zu heben. Aber der Film sagt sich, nee, lass uns das lieber auflösen durch das nette Ex-Machina-Moment. Und das ist, mit nett meine ich eigentlich horrend, nämlich Fehlgeburt. Und der andere Konflikt, also seiner mit dem Vater, löst sich auf einmal, weil er ihn aus der Ferne sieht als irgendwie spanischer, portugiesischer Fischer. Keine Ahnung. Da war ich kurz am Trinken, glaube ich. Da habe ich das schon wieder. Und das ist auf eine ganz seltsame Art und Weise leichtfüßig drüber gespielt, um dann zum eigentlichen Kern zu kommen, nämlich dieser Liebesgeschichte. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie diese Liebesgeschichte sich auf 160 Minuten lang streckt und wirklich in Slow Motion sich vollzieht, das ist dann auch, ich weiß nicht, ob es dann typisch deutsch ist, weiß ich nicht, aber dass es so sinnfeindlich am Ende auch noch auseinandergeht, dass wir so lange darauf warten, dass sie dann einmal ein bisschen rummachen in einem Topshot von oben. Holla die Waldfee. Also hat sich wirklich gelohnt. Und das ist dann, also von vielerlei Perspektive aus, vor allem mit Blick auf das Drehbuch, da stimme ich zu, dass dann diese Vergleiche zu der Before-Trilogie, finde ich, nicht besonders haltbar sind, dass man da sieht, dass auch jenseits meiner Kritik an den konkreten Dialogen und die Art und Weise, wie die Figuren miteinander kommunizieren, man auch auf Basis des Drehbuchs sagen kann, du hast da fast 3 Stunden Zeit und du hast da klassische, ausgelegte innere und äußere Konflikte und du machst dann das damit. Come on. Finde ich auch in dem Fall ein validerer Kritikpunkt, als sich nur darüber zu beschweren, dass da so 2 Berliner Nasen doof vor sich herlabern. Oder andersrum, dass ein, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 40-jähriger Mann sich imaginiert, wie Berliner Studenten Anfang 20 aus der Politikwissenschaft und der Biochemie reden würden. Das ist ja, man muss ja diese Ebene noch mit aufnehmen. Das ist ja fast schon wie dieses Paradox bei Kinderfilmen. Erwachsene stellen sich vor, wie Kinder reden würden, um Filme zu machen für Kinder. Wow. Und hier hat man das Gefühl auch, dass da so eine seltsame fabulierende Ebene existiert. In der dann, das ist Mimikry. Das ist Mimikry tatsächlich, ja. Gut, sehr gutes Stichwort, das passt. Ja. Und das ist ja nochmal ein anderer Kritikpunkt, aber wenn man nur auf dem Drehbuch ansetzt, finde ich, haben wir da auch schon Probleme. Ich würde vielleicht 2 Dinge kurz anbringen, um mal diesen Before-Sunrise-Vorwurf mal etwas auszuweiten, weil ich glaube, es sind 2 fundamentale Probleme, die schon von Anfang an im Film da sind, die dann ihn auch dazu determinieren, eben nicht Before Sunrise zu sein, weil ich glaube, wir müssen uns tatsächlich hier die Verantwortung begeben, das wirklich zu begründen, warum wir den Film scheiße finden, weil erstens ist er nicht scheiße angekommen, das ist jetzt mit Werk ohne Auto der 2. Film, der sehr gut angekommen ist, weil im Gegensatz zu unseren anderen German Gulasch-Filmen ist das hier jetzt auch wieder einer, wo sich Leute tatsächlich trauen, laut auszusprechen, dass sie den gut finden. Und ich glaube, das muss man tatsächlich, glaube ich, schon ab Anfang an irgendwie deutlich machen, was der für merkwürdige Fantasien bedient, die, glaube ich, auch sehr viel über das Gegenwartskino oder über unsere Gegenwart selber aussagen. Denn ich denke, wir können hier auch wieder sagen, das ist ein Film, der ist schon wieder so nah an unserer Zeit dran, dass er vielleicht auch immer noch Zeitdiagnose ist. Ich glaube, das erste Problem ist, im Vergleich zu Before Sunrise, wie Hans Weingartner dieses Road-Movie anlegt. Also, weil man muss ganz klar wissen, Hans Weingartner liebt die Road. Also, seine Filme haben alle eine Art Road in sich drinne. Also, in Die fetten Jahre sind vorbei, ziehen sich die Neu-68er, ziehen sich in irgendeine Hütte zurück. In Das weiße Rauschen wird auch einmal mit den Hippies durch die Gegend gefahren. In Free Rainer, diese ganze Revolutionstruppe ist auch irgendwo fernab vom Schuss. In Die Summe meiner einzelnen Teile, den habe ich noch nicht gesehen, aber auch da wird sich in eine Hütte zurückgezogen. Also, Hans Weingartner liebt irgendwie das Antizivilisatorische irgendwie, also raus in die Natur und dort irgendwie eine gewisse Authentizität wiederzufinden. Nur während er in Das weiße Rauschen das Motiv halt wirklich verwendet, um auch etwas über dieses Hippie-Leben und auszusagen und zu sagen, da ist enorm viel zu kritisieren dran, weil ja unsere Figur im Prinzip ihrer psychischen Disposition versucht, in diesem Naturkitsch zu entfliehen. Und Weingartner benutzt eigentlich diese Hippie-Kommune, um uns zu zeigen, das kann keine Lösung sein. Einfach nur mit dem Bus durch Spanien fahren, dann lösen sie schon alle Probleme. Nur komischerweise tun das seine anderen Filme irgendwie schon. Die tun alle irgendwie so, als würde in der Natur wirklich was Essentielles passieren. Und warum das halt eben dann auch zu so einem Alt-Hippie-Quatsch wird, dieser ganze Film, das fängt halt schon damit an, wie er die Figuren einführt. Also man würde ja sagen, diese blöden Dialoge, man könnte ja sagen, okay, so reden vielleicht manche 20-Jährige wirklich. Und ich meine, wer schon mal auf dem Unicampus war oder in Uniseminaren war, der weiß, dass 20-Jährige auch so reden. Aber das Problem ist, er will uns die beiden ja tatsächlich als Gegenstück zur herrschenden
Jugendkultur irgendwie zeigen. Also das sind noch junge Leute, die wirklich noch nachdenken und tatsächlich fernab des Systems funktionieren. Jan wird uns eingeführt als Drohnenkriegforscher der USA, der eine glänzende Arbeit anscheinend geschrieben hat, aber die natürlich von den bösen von der Systemuniversität nicht anerkannt wird, weswegen er kein Stipendium bekommt. Und sie geht in eine Abschlussprüfung anscheinend super aufgeregt. Und hat nicht gelernt. Und hat offensichtlich nicht gelernt. Und dann sagt tatsächlich in dieser Prüfung, ja, also wenn ich das wirklich alles auswendig können will, dann kann ich doch einfach in meinem Handy googeln, ist doch scheißegal. So, ich bin jetzt nicht so der Auswendiglern-Typ. Und dieser Ausschuss wird natürlich auch wieder so, als das sind die bösen Systemprofessoren, die wollen uns einfach nur klein halten. Und der Film framed das ja so, da sind zwei Freigeister, die wurden jetzt von der Gesellschaft ausgestoßen. Und das Einzige, was sie eigentlich noch haben, ist dieses Egomanische, wir haben nur noch uns beide, weil wir sind die einzigen beiden, die uns eigentlich gegenseitig noch verstehen. Weil diese Gesellschaft hat uns ja eigentlich gezeigt, dass sie mit uns Freigeistern, die irgendwie abseits von dem, was gefordert ist, funktionieren wollen. Damit, die Gesellschaft kann mit uns nichts anfangen, deswegen müssen wir jetzt on the road. Und wir haben in der letzten Folge bei Eat, Pray, Love diesen Text schon, habe ich den schon mal zitiert, ich würde ihn ganz gerne nochmal anbringen und ich glaube, Lukas wird da sofort aus seinem Sessel springen und an die Decke, weil das sein Lieblingsdiagnostiker ist. Nämlich habe ich nochmal ein Zitat von Byung-Jun Hall tatsächlich vorbereitet. Und zwar, um mal hier mal wieder eine absolut nicht zu hinterfragende Diagnose zu stellen. Und zwar habe ich aus seinem Text Transparenzgesellschaft dieses Zitat, was denke ich schon ganz gut zu dieser Intimitätstyrannei dieses Films passt. Und zwar würde ich nämlich den Gesprächen der beiden und auch wie diese Gespräche dargestellt werden als vermeintlich authentisch, würde ich unterstellen, und zwar folgendes Zitat, nach der Ideologie der Intimität sind die sozialen Beziehungen umso realer, echter, glaubhafter und authentischer, je näher sie den inneren psychischen Bedürfnissen der Einzelnen kommen. Die Intimität ist die psychologische Formel der Transparenz. Man glaubt, die Transparenz der Seele zu erreichen, indem man die intimen Gefühle und Emotionen offenbart, indem man die Seele entblößt. Zitat Ende. Und ich glaube, die Before-Trilogie macht das nicht. Die Before-Trilogie spielt sehr mit dem Performance-Charakter dieser beiden Figuren und sie bleiben trotzdem immer noch vage. Und ich meine, Lukas hat in einem Video in seinem Dolor-Video, das fand ich einen ganz guten Punkt, diese Figuren bleiben trotzdem nicht greifbar. Sie bleiben uns immer ein bisschen fremd. Und ich glaube, selbst die Before-Trilogie ist eine, die uns eigentlich immer noch sehr fremde Figuren präsentiert, die aber so tun, als würden sie sich authentisch unterhalten. Und diese Idee lieben, sich gerade authentisch zu unterhalten. Aber Hans Weingartner tut ja wirklich so, ey, die lassen gerade alles fallen und jetzt kommen sie wirklich zu sich. Und das ist schon so ein bisschen Julia Engelmann Poetry Slam Kacke. Also, dass du dir im Prinzip als junger Mensch das Leben schon so vorstellst wie so eine Großmutter, dass du irgendwie schon alles erreicht hast und du musst nur noch deine Mitte finden und dann guckst du ganz selig auf dein Leben und auf dich selber zurück. Und das macht das Ganze tatsächlich dann schon extrem unerträglich, was die Dialoge anbelangt. Ich hau mal einen Punkt an, der ist so ein Mix zwischen dem, was ihr beide gerade gesagt habt, denn du hast diese beiden, ich sag ich mal, Prüfungssituationen am Anfang des Filmes angesprochen. Und das könnte ja, also als Laienfilmgucker, ne, könnte man jetzt ja denken, ah, das sind auch irgendwie innere Konflikte, die beiden Figuren vielleicht über den Lauf des Films lösen müssen. Also Jan ist halt so ein bisschen zu verbohrt in seine Perspektiven, das sagt ihm der Professor ja auch und sagt, Uni ist eben auch ein bisschen Politik immer hier und da, also sie müssen auch mal ihre Position austarieren. Und wir lernen halt, Jule scheint so ein bisschen ungestüm zu sein, die scheint vielleicht das Leben auch nicht ganz so ernst zu nehmen oder und man könnte jetzt ja denken, vielleicht geht es im Film darum, dass die beiden am Ende etwas auch über sich selber lernen und vielleicht diese Hindernisse in sich selber überkommen müssen. Aber nein, das ist ja auch nicht der Fall. Das wird am Anfang, wie du schon gesagt hast, Patrick, einfach so reingestellt als, ja, wahrscheinlich wirklich die bösen Professoren, die nicht verstehen, was ihr Stift, ihr Schwert. Ihr Stift, ihr Schwert. Ja, und die Lösung, und da ist der Film natürlich relativ weitsichtig dann doch, ist halt, sich in diesen Van zurückzuziehen und einfach mal auf die Road zu gehen und das Ganze schon in perfekten Instagram-Bildern abzufilmen. Und da hingegen ist der Film natürlich sehr zeitdiagnostisch, vielleicht sogar ein bisschen fast zu früh, denn diese Van-Aussteiger... Unfreiwillig natürlich. Es ist nicht so, dass der Film sich dem bewusst ist und vielleicht hier auch irgendwie eine Haltung von besser situierten StudentInnen kritisieren möchte oder auch gerade darauf hinaus möchte. Nee. Ey, wie viel tankt die dafür fahren? Alter, wer soll das bezahlen? Das stimmt. Naja, und wer hat denn auch das Geld und die Zeit, sich auch als Student 12, 13 Tage nichts zu machen? Das sind Semesterferien, hallo? Es war ganz am Ende, nach den letzten Prüfungen. Da hat man ja erstmal nichts zu tun. Na, da hat man doch Hausarbeiten zu schreiben. Aber gut, vor allem in der Politikwissenschaft. Ich dachte, da würde man auch Hausarbeiten schreiben. Und vor allem sollte Jan sich nicht eigentlich auch darum kümmern, wie er sein Studium jetzt finanziert? Aber gut, was sind das für Fragen, die ich hier stelle? Ja, das sind jetzt sehr, sehr klassenkämpferische Fragen. Aber
Zeitgenössischer wäre der Film dann eigentlich noch, wenn er noch stärker in die True-Crime-Geschichte reingehen würde und noch irgendwo so einen Mordfall einbauen würde, aber sei es drum. Jan verbunden wir haben ja fast eine Vergewaltigung in diesem Film. Ich finde Patricks Punkt bezüglich der Intimität als ein Punkt der Transparenz, um irgendwie zu einem inneren Kern zu finden, sehr interessant. Weil wenn man sich jetzt mal diese Dialogschwalle, die kann man ja auch thematisch so ein bisschen ordnen, so als hätte man dort so eine Podiumsdiskussion abarbeiten wollen in so einem lockeren Style. Und wir hatten schon kurz über den Selbstmord-Rant von unserem Hauptdarsteller gesprochen. Jetzt gehen wir einmal auf diesen Dialog über im Wald, wo sie über das Verhältnis von Konkurrenz und Kooperation sprechen. Und was ja hier erstmal auffällt, okay, da mag jetzt ein Politikwissenschaftler einen sozialdarwinistischen Standpunkt einnehmen, schon mal ein bisschen weird. Da mag die Biochemikerin irgendwie einen sozialeren Standpunkt einnehmen, auch okay. Aber wenn man ja dann sich die weiteren Dialoge anhört, dann merkt man ja dann doch, einerseits möchte es dem Film um diese Diskussion gehen, damit diese Diskussionen geführt werden, damit diese Figuren sich näher kommen. Andererseits aber ist dieses, wir reden einmal abstrakt über politische Grundsätze, ja dann doch immer nur Wegweiser dafür, zu den inneren Konflikten zu kommen. Also herauszufinden, welche Komplexe unser Held hat und welche Komplexe unsere Heldin haben. Das heißt also, die stehen dann doch nicht für sich und dürfen einfach quasi so als Diskussionsbeitrag, als Diskursfilm, auf, wie auch immer wir den Diskurs finden, dann nicht so stehen bleiben, sondern sie werden unmittelbar auch mit den inneren Konflikten verbunden und darin auch dann wiederum aufgelöst. Weil wir stellen nämlich fest, eigentlich hat Jan, so wie jeder guter Kerl in diesem Alter, eigentlich nur so ein weirdes Frauenproblem. Und wenn er nur kurz falsch im Internet abbiegt, ist er bei Jordan Peterson und mittendrin im Hypermaskulinitätsdiskurs. Es wäre übrigens ein interessanterer Film gewesen, hätte er diesen Background gehabt. Jedenfalls, auch aus dieser Perspektive kann man sagen, dass also der abstrakte Diskurs, den der Film anleiert, wo man sagen konnte, hey, das ist doch jetzt hier quasi der Selling Point dieses Films. Das ist nicht nur einfach eine Liebesgeschichte, sondern wir zeigen Menschen, wie sie wirklich einmal ihre Gespräche führen und über Gott und die Welt reden. Das ist doch mal etwas anderes. Da würde ich ja erst einmal einwerfen, dafür gehe ich zu einer Berliner WG-Party und gönne mir das aber nicht ins Kino. Aber wenn ich das zur Seite schiebe, dann würde ich sagen, okay, dann lass es doch auch bitte so stehen. Aber der Film zeigt uns, nee, dramaturgisch gesehen muss das dann wiederum eingespeist, eingepreist werden in die inneren Konflikte. Und da bleibt am Ende wirklich wenig stehen. Das heißt, diese Idee über die Transparenz zur Intimität und zur inneren Wahrheit zu kommen, folgt der Film und löst es dementsprechend auch auf. Am Ende haben wir Figuren, die wir unsympathisch finden können, aber die irgendwie ihre Konflikte gelöst haben. Vielleicht waren es auch nicht wirklich richtige Konflikte oder sie wurden am Wegesrand mal kurz zur Seite gekehrt. Aber nichts an Ambiguität, nichts an Reibung, nichts Unausgesprochenes, nichts Gesprochenes, nichts bleibt erhaften. Und das löst sich am Ende auf, auch mit einem Ende, welches ich jetzt in dieser Schnittfassung des Films auch sehr passend finde, nämlich mit einer stürmischen Umarmung in der Nacht, ohne weitere Aussprache. Zack, bumm, fertig. Als würde der Film auch da schon merken, wenn wir das jetzt wirklich versuchen auszuerzählen, merken wir, dass vielleicht die ganze Prämisse scheiße war. Lass uns das einfach mit einem harten Cut enden. Und auch das zeigt mir, ich weiß nicht, ich glaube, wenn sich da jemand sehr wohlfühlt in diesem Film oder wohlig fühlt, dass dahinter dann nicht besonders viel steckt, wenn man länger drüber nachdenkt. Da magst du vollkommen recht haben. Ich glaube, das ist so die Grundfrage, wenn man eben diesen Film nicht mag und dann eben doch die teilweise sehr euphorischen Rezensionen sowohl des Feuilletons als auch von UserInnen auf Letterboxd las. Und ich las da eben so viel, ja, das wäre so ein zärtlicher Film, es wäre eben so ein intimer Film. Wo ist der zärtlich? Wo ist der Film zärtlich? Das frage ich mich also, nicht auch. Also, weil du hast die Disposition von Jan eben gerade schon angesprochen. Dieser Film schreit für mich halt auch wieder so ein bisschen, das ist so eine männliche Fantasie irgendwie auch, von mir als dem so ein bisschen schlaksigen Politik-Povi-Wissenschaftenstudenten, der dann halt dann die heiße Biochemie-Studentin abschleppt. Und sie vielleicht auch noch ein bisschen von meinen kontroversen Meinungen hier und da überzeugen kann. Denn er hat es ja nicht nur im Kopf, ne? Er hat's ja auch in den Muckis so. Also, denn er kann nicht nur nachdenken, er kann zur Not auch zuhauen. Also eigentlich ein. Kannst du Karate? Ja. Gegen einen Ex-Bundeswehrsoldaten. Oh, der Gag, Alter, mit den Sandalen. Der Sandalen-Gag, ey. Genau. Er ist ja auch noch kinderlieb, wie wir am Anfang des Films erfahren, weil er trainiert die kleinen Kinder in Karate. Also ein toller Mann einfach, den wir hier haben, der Jule. Der Jan, nicht der Jule. Der Jule, ja. Der macht die Jugend für die Aufrüstung stark. Ich habe mich halt gefragt, ob dieser Film, das geht auch so ein bisschen in das, was Lukas gerade meinte, ob dieser Film nicht hätte funktionieren können, wenn man hier tatsächlich einen improvisierten Film vor sich gehabt hätte. Also vieles
an diesem Film hat mich auch an die Filme von Tom und Jakob Lass erinnert. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit denen seid, aber das ist ja ein, sagen wir so, von der Grunddisposition. Also es ist ein ähnliches Milieu, irgendwie so besser gestellte Berliner Kids, die eigentlich keine Probleme haben und größtenteils reden. Die Tom und Jakob Lass Filme haben aber ja nun mal in sich, dass sie größtenteils improvisiert sind und dadurch irgendwie eine Unmittelbarkeit haben. Und ich dachte mir, wenn man hier diese beiden SchauspielerInnen tatsächlich vielleicht einfach hätte reden lassen, dann vielleicht wäre da irgendwas Interessantes bei rausgekommen. Lukas, du hast natürlich total recht, dafür kann ich auf jede WG-Party gehen, um die gleichen Gespräche zu hören, aber man hätte vielleicht irgendetwas gehabt, um über diesen Film zu reden, denn er bedient sich ja eines auch sehr, ja, naturalistischen Schauspiels, in dem viele Sachen wiederholt werden, also jeder Dialog geht eigentlich so, dass jemand sagt, dass Jan sagt, ich mag keinen Selbstmord, und Jule sagt, was, Selbstmord magst du nicht? Selbstmord magst du nicht, was? Na doch, ich mag keinen Selbstmord. Was? Was? Nein, das kannst du so aber nicht sagen. Also das ist im Prinzip der Film, man wiederholt viel, man stottert viel, um so eine Echtheit zu vermitteln, das kenne ich durchaus auch aus meiner Regiearbeit, so inszeniert man halt realistische Dialoge. Das nervt aber irgendwann ein bisschen, wenn dann doch nichts dahinter ist. Bisschen. Oder eben, wie Patrick von auch Seite, keine Performance in diesen Dialogen erkennbar ist. Denn hier ist ja nie erkennbar, dass die beiden vielleicht eine bessere Version von sich selber vor dem anderen spielen wollen. Die scheinen das wirklich alles genauso zu meinen. Und wir müssen bitte später auch unbedingt nochmal über dieses Unwort Anti-Tinder-Film reden. Also da schsuppt für mich schon so die ganze 50-Jährigkeit eines Kortsacko-tragenden Feuilleton-Schreibers raus. Dann sag ich, ja, das ist lieber ein Film wie früher, ne? Nicht mehr so wie die Jugendlichen heute. Ja, vor allem, die da nur noch zwei. Der ist ja auch noch auf einer Tankstelle unterwegs, wo er versucht, so als Tramper mit rumzufahren. Das ist ja auch schon anachronistisch an und für sich. Ja. Ja. Und alle Leute sind so nett zu ihm. Ich dachte mir so, ich glaube, wenn du heuer auf einer Tankstelle rumlaufen würdest und Leute fragst, könnt ihr mich mitnehmen? Ich glaube, die Leute würden nicht sagen, ah nee, das tut mir leid, wir fahren in die andere Richtung. Internet spielt hier auch keine Rolle. Das ist ein super anachronistischer Film. Also, wann? Ja, die haben nicht mal Smartphones. Ja. Die haben so Klapphandys. Ja, der Detox. Der Film ist ja von 2018. Gab es da überhaupt das Stimmt, schon? Da gab es ja noch kein Internet. Ja, als Mond, das war 2018. Ach ja, als wir noch mit riesigen Funktelefonen rumgelaufen sind. Absolut. Das waren noch Zeiten. Ach Gottchen, das war noch Zeiten. Ja. Ja gut, aber dieser Anti-Tinder-Kram ist natürlich dann auch so ein in den Film implementierter Kulturkampf. Also ich will das jetzt, also keine Ahnung, wie der Weingartner, wie auch immer dazu steht, aber ich glaube, das ist dann so eine Fülltrope, die man noch mit aufnehmen kann, weil da sich da die echten jungen Menschen im echten Leben, mit einem echten Zufall, echt 12 Tage lang auf den Sack gehen und am Ende zueinander finden. Ich weiß nicht, ob man sich daran beteiligen muss, weil das ist dann, glaube ich, sehr stark drauf projiziert als ein Thema, um den Film aufzuwerten, aber auch noch, um durch die Hintertür seine eigene Debattenagenda noch mit reinzubekommen, die vielleicht bei 2018 auch noch virulenter war bezüglich Tinder. Das Thema Dating ist immer noch aktuell, aber wir wissen ja, mittlerweile hat sich das Dating-Game auch schon wieder geändert, was die Apps und was die Nutzung und was die Versuche, User dort auf den Plattformen zu halten angeht, etc. Ist gar nicht gegessen. Ich würde sagen, das ist wie so ein Strohhalm der 2018er-Debatte, um das Ding aufzuwerten. Ich glaube, der Film verhindert auch systematisch eigentlich jede Diskussion, weil er so absolut misslungen ist in dem, was er, also in seinen Motiven. Also das funktioniert hier überhaupt nicht. Das ist wie so eine Schere, die in der Mitte auseinanderbricht. Also er versucht, so viele Punkte zusammenzubringen, die überhaupt nicht zueinander passen. Und ich würde sagen, da ist vor allem ein ganz zentrales Problem, ist dieser merkwürdige, also diese merkwürdige Dialektik, die er unfreiwillig mit reinbringt, dass er uns eigentlich Leute zeigt, die sich nach irgendeiner Authentizität sehnen, die dafür die Natur aufsuchen, die sich viele Horizonte angucken, die immer wieder irgendwie die gleichen Sachen auch sagen, obwohl sie so tun, als wären sie so freigeistig. Ich meine, was macht Jan jedes Mal, wenn er vor einem neuen Land steht? Er spricht in der Sprache, mit der sie über die Grenze fahren. So, hola en français oder so español. Das macht er einfach. Genau, das macht die ganze Zeit. Da gibt es nochmal einen High Five immer, Menschen halt so. Das sind lustige Juxereien unter Leuten. Also. Oder wie oft er Tiere nachmacht. Was macht er? Ein V, ja. Ein Gorilla? Ich glaube, das ist das Sinnliche, genau, des Films. Das ist wirklich das Sinnliche. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, Junge, wenn du ihr nahe kommen willst, dann sag's ihr doch einfach, dass du sie gerne berühren würdest. Das macht er dann ja auch, aber ungefragt, wenn er ihr dann hier so über die Schulter drüber fährt und dann die Situation damit rettet. Berührungen bauen Stress ab. Naja, jedenfalls,
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich so merkwürdig finde, dass der Film die einerseits das, dieses Motiv aufmacht mit dem Naturkitsch, nur um dann auf der anderen Seite zwei Figuren zu haben, die aber mit dieser neu gewonnenen Freiheit überhaupt gar nichts anfangen können, weil, und ich meine, da will ich jetzt ein Stichwort geben, da wird Lukas wahrscheinlich jetzt gleich seinen Sakko aufknöpfen müssen, weil er ihm gleich das, weil ihm es gleich platzt, weil ich finde es ganz interessant, dass... Du hast es heute mit so vergleichen. Ich platze, ich also fliege so aus dem Sessel. Was mit Lukas Alter, gleich passiert. Ich sitze da schon nackt hier, ich weiß nicht, was du da willst. Der Podcast ist schon sinnlicher als der ganze Film, aber man muss jetzt auch mal ganz klar sagen, das Riesenproblem an diesem Naturkitsch ist ja, dass wir zwei Figuren haben, die aber, wenn sie Dialoge führen, nichts anderes als Empirie und Biologismus von sich zu geben. Also man, es reden ja nicht diese beiden Menschen, sondern die sind im Prinzip so Exposition-Maschinen für irgendwelche Fakten und Daten, die man sich so beim nachts um 3 Uhr morgens durch den Laptop scrollen zufällig gelesen hat. Während man gerade. Die oberen 5%. Ja, also weiß ich nicht, wenn man dann gerade so auf YouPorn ist, poppt dann auf einmal so ein Artikel auf, so, ach übrigens, 80% der Leute gehen fremd und so, oh fuck, wusste ich ja gar nicht. Jedenfalls. Das ist so spannend, dass dieser Film irgendwie relativ deutlich macht, dass du kannst so weit fahren, wie du willst und du kannst dir noch so viele Sonnenuntergänge angucken, wie du willst. Da passiert einfach nichts, wenn im Prinzip deine ganze Grundbasis, wie du als Persönlichkeit funktionierst, auch in einer, ja, in einer Informationsgesellschaft, dass die Informationsgesellschaft in dem Sinne ganz klar verhindert, dass diese Leute zu irgendeiner Authentizität überhaupt kommen können, wenn es die überhaupt gibt. Der Begriff ist ja auch relativ hohl, weil sie einfach gar nicht anders können, als immer wieder nur mit diesem floskelhaften Halbwissen sich gegenseitig aufzutrumpfen. Und das Spannende ist, dass halt eben dieser, dass die beiden, obwohl sie in den Naturkitsch flüchten, dass sie trotzdem zum Konformismus verdammt sind, weil das einzige Wissen, was sie im Prinzip haben, ist dieses Empiriewissen, ist dieses diese Biologismen, und es ist so diese lustigen Widersprüche, die sich da so einbegeben, dass du hier eigentlich hier die absoluten Konformisten hast, weil sie einfach nur Informationen von sich geben, die jeder wissen kann, und die Sachen von sich geben, die auch jeder wissen kann, und sie, also die Sachen, über die sie sich unterhalten, die gelten dann ja auch immer für alle Menschen, weil das ist ja bei jedem dann so, und das finde ich so interessant, das so zu beobachten, wie der Film selber unter seiner eigenen Prämisse zusammenbricht. Und was mir ist dann einfach eingefallen, warum tatsächlich sowas wie, jetzt wird es sehr bildungsbürgerlich, warum sowas wie tatsächlich Caspar Davids Friedrich, der Wanderer über den Nebelmeer, so ein gutes Gemälde ist, was auch zu diesem Film passt, weil ich finde, das Gemälde macht sehr deutlich, da steht der Wanderer über dem Nebelmeer, aber er sieht halt trotzdem nichts, weil alles immer noch vernebelt ist, weil nur weil du auf einem Horizont stehst, siehst du nicht unbedingt gleich mehr, und so geht's mir mit diesen beiden Figuren auch. Die gucken ständig in die Ferne und man denkt sich so, aber es passiert doch nichts. Es wird immer so getan, als würde sich was verändern, und es passiert überhaupt nichts. Die Dialoge bleiben immer auf der gleichen Ebene. Also dazu passen zwei Sachen, die mir jetzt während deines Monologs eingefallen sind, den ich sehr gut finde, bezüglich auch dieser Idee, dass wir dort zwei Opfer einer instrumentellen Vernunft haben, die nicht anders können, als Daten wiederzugeben oder auch besser gesagt Halbwissen, was sie wahrscheinlich aus irgendwelchen Internetquellen gezogen haben. Erstens, immer dann, wenn sie dann auf eine persönlichere Ebene ausweichen, wird dies als quasi argumentativer Fehlschritt gebrandmarkt. Du kannst doch jetzt nicht über den Typen sprechen, der mich vergewaltigen wollte, das ist ja unfair. Oder das Thema Selbstmord. Das heißt also, wenn es tatsächlich einmal brenzlig, also einmal thematisch intim wird, wird dem einen Riegel vorgeschoben, jedenfalls in diesen anfänglichen Debatten, wo es immer nur um das Austauschen, Übertrumpfen von Fakten geht. Und dann, wenn du richtigerweise sagst, dass dieser Film ja eigentlich eine Art Rückkehr zur Natur predigt, jedenfalls indirekt, weg von dem System, weg vom urbanen Raum, hin in den freien, natürlichen Raum, dass er, so wie die Figuren damit nichts anfangen können eigentlich, jedenfalls nicht in ihrem inneren rationalisierten Diskursen, dass der Film auch ästhetisch wiederum darauf keine Antwort finden kann. Weil wir sehen dann ja eigentlich nur diese Figuren beim Essen, beim Schlafen, beim in der Natur aufwachen, aber etwas mit der Natur tatsächlich selbst, vielleicht sogar noch ganz kitschig gesprochen, als eine Naturmacht, die diese beiden überkommt und mal, weiß ich nicht, den Bus ein bisschen schaukeln lässt oder bei einem schrecklichen Unwetter das Zelt oder so. Irgendetwas, wo man merkt, Hätte ja ein Badlands werden können. Genau, irgendein Akteur, der noch anwesend ist. Aber das passt, und dazu passt natürlich auch, dass es überhaupt keine anderen Nebenfiguren gibt, die am Seitenrand mal so auftauchen. Kein Jack Nicholson wie bei Easy Rider, nichts. Und das ist so passend, dass ganz am Ende dann, wenn er kurz alleine gelassen wird und bei diesem portugiesischen
Mann kurz da sitzt und der ihnen dann noch einen Satz mit auf den Weg gibt. Ich glaube, er sagt irgendwie, Frauen, das ist unser Schicksal oder so ähnlich. So ein ganz basal dahingesagter Satz. Aber dieser Satz haut viel mehr rein als der ganze Plan und Fasel davor. Und das nur von dem einem kleinen Nebensatz, von der kleinen Nebensatzfigur, die dort nur diesen einen Satz sagen darf. Aber man denkt sich so, genau, hier hätte man mehr ansetzen können, anstatt tatsächlich diese lustigen, halb empirischen Debatten über das Wesen des Menschen zu führen. Weil das ist wirklich unfassbar anstrengend, was die da von sich geben in dem biologistischen Grundton. Es ist schon sehr unromantisch. Dafür, dass der Film ja eigentlich eine gewisse Romantik in seinem Thema, nämlich Zurück zur Natur, drin hat. Haben wir Highlight-Szenen, auf die wir vielleicht schon mal eingehen wollen? Ein paar wurden ja hier und da schon mal reingeschmissen. Wir haben schon über die Prüfungen geredet. Wir haben den Ex-Bundeswehrsoldaten schon mal angestimmt. Patrick nickt schon eifrig. Möchtest du eine Szene in den Mixer werfen? Also ich habe hier auf meinem Notizzettel habe ich mir die Szene angemarkt als die beste Schwachsinn-Szene. Und zwar gibt es ja dann diesen wunderbaren Dialog, und das war dann tatsächlich auch der Dialog, wo ich dann ausgestiegen bin, also wo ich dann wirklich so gemerkt habe, okay, dann bin ich wirklich aus diesem Van ausgestiegen und habe dann gesagt so, macht's gut, ich fahre mit der nächsten Mitfahrgelegenheit mit. Ja, also da ist diese absurde Szene, wo sie diesen Dialog führen, ja, die Biologin sagt dann, ja, also die Kapitalisten, die machen ja uns alle extra einsam, damit wir mehr konsumieren. Und was sagt sie noch? Also deswegen werden wir auch alle vereinzelt und so weiter, und deswegen wird das alles so systematisch gelenkt. Also wir sind dann hier wieder in so einem, fast schon in so einem Verschwörergestus. Und dann bringt Jan fast einen berechtigten Einwand. So, stellst du dir das jetzt wirklich so vor, als würden da so böse Männer, die immer an den Tisch rumsaßen, so wie bei Werk ohne Autor, da Entscheidungen treffen. Und dann sagt er dann, ja, stellst du dir vor, dass die Kapitalisten oder zumindest, dass die Wirtschaftsbosse dann in dem Hinterzimmer sitzen. Und dann sagt er so, ja, jetzt machen wir die Leute erstmal alle, jetzt machen wir die richtig einsam, damit die mehr konsumieren. Und was macht er? Er äfft einfach Walter Ulbrichts Sprachduktus nach, wo ich mir so dachte, also das ist aber auch schon wieder so selbstoffenbarend so. Also er stellt sich im Prinzip die bösen Männer im Hinterraum, die kapitalistische Vereinzelung betreiben, einen den ehemaligen Chef der DDR vor, wo er dann eben so diesen Duktus anspricht von so, keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. So genau diesen Sprachduktus setzt er an, und ich dachte so, okay, ich verstehe, dass dieser Film, dass ihm das ihm die ganze Zeit passiert, in diese Fettnäpfchen reinzutreten, dass dieses Drehbuch einfach nicht anders kann, als selber nicht nur das Halbwissen seinen Figuren in den Mund zu legen, sondern selber von Halbwissen nur so zu strotzen. Ich habe eine Sequenz, die gar nicht im Film drin ist. Die ist nämlich im Ultimate Cut, in der sechsteiligen Serie. Ah. Und du hast also wirklich recherchiert. Ich habe den Film mit einer Freundin gesehen, und als der Film dann vorbei war und ich hatte ihr den so lang und breit wegkommentiert in meinem Rage-Suff, dass sie den Film auch sehr gut fand, aber halt nur durch meinen Audiokommentar, dass sie danach meinte, können wir noch kurz in diese Serie reinschauen? Ich will nur wissen, wie das anfängt und endet. Und ich meinte so, gut. Und wir haben uns durch die erste Folge geskippt und fanden da so ein paar Unterschiede, ein paar Verlängerungen, alles easy, aber an sich war das der gleiche Kram. Und dann sind wir aber zum Ende gegangen und haben uns dann vorgespult. Und das Interessante ist, und das ist das erste Mal, dass ich das wahrscheinlich sage und vielleicht auch das letzte Mal, ich gehe stark davon aus, dass irgendjemand von noch halbwegs Verstand sagte, das Ende, was du wahrscheinlich, also was Weingartner wahrscheinlich an sich vorhatte, können wir so nicht machen. Das geht nicht. Wir müssen den Film anders enden. Und dann hat irgendwann Netflix zu ihm gesagt, hier willst du deine komische Sache nicht verlängern. Und dann kannst du dein dämliches Ende machen. Aber ich glaube, dass das Ende, was wir auf Netflix sehen, das tatsächliche Ende ist, weil es ist so auch aufwendig. Hast du es auch gesehen, das Ende? Ich las ein Interview, beziehungsweise ich las von Weingartner die Anmerkung, dass das eigentlich das richtige Ende des Films wäre. Und dieses richtige Ende ist, da muss man wirklich sagen, wer auch immer dort bei den Gremien und bei der Förderungsanstalt gesagt hat, nee, tut mir leid, das geht jetzt so nicht, da muss man nochmal einen Orden verteilen, weil dieses jetzt offizielle Netflix-Ende geht wie folgt, ich muss es kurz dann zusammenfassen. Also es endet nicht mit der Rückkehr des Vans in der Nacht und der Umarmung, sondern sie fahren dann noch ein bisschen weiter und sind dann an irgendeiner Klippe, an irgendeinem Strand, und sie steigen aus diesem Bus aus, und auf einmal hat man das Gefühl, sind wir jetzt doch so ein bisschen in dem Thelma und Louise-Film. Denn die beiden machen den Anschein, als wollten sie jetzt beide zusammen losrennen und von der Klippe springen. Und man denkt sich so, geiles Ende, wenn die sich jetzt einfach beide umbringen würden, weil das Thema Selbstmord war ja am Anfang auch dabei.
Und dann denkt man so, Moment, verdammt, es gab ja ganz am Anfang, als sie diese erste Nacht im Bus nach der Fastvergewaltigung verbringen, diesen weirden Dialog über wir was träumen vom Fliegen. Was, genau. Wir träumen vom guten Fliegen. Guten Flug. Und was also passiert am Ende dieses Films? Die beiden fallen von der Klippe, springen von der Klippe und werden dann dabei gezeigt, und zwar in einem wirklich fantastischen Greenscreen-Verfahren, wie sie dann am Himmel Hand in Hand langfliegen und gucken. Und das ist natürlich visuell limitiert, da mache ich dem Film jetzt keinen Vorwurf, sieht nicht aus wie bei Matrix, also 1 oder 2, keine Ahnung welcher von denen, wo er fliegt, ich glaube 2 und 3. Aber das als den, so, diesen Höhepunkt zu sehen, weil dort, es ist ein weiterer katastrophaler Fehler in der Konzeption dieses Buches, weil natürlich Weingartner jetzt das Register wechselt und von seinem authentischen oder nach Authentizität strebenden Drama hin zum magischen Realismus einfach überspringt. Und dieser magische Realismus, der hat uns quasi in so eine Art Fantasiebild überlässt, wo also die diegetische Ebene durch eine weitere eigentlich ergänzt wird, auch wenn der Bruch quasi nur in dem Sprung besteht, ist eine, die funktionieren könnte, wenn der Film, weiß ich nicht, so angelegt ist wie Ewige Jugend von Sorrentino, wo diese Form des magischen Realismus immer wieder eingebaut wird, weil das Teil der diegetischen Welt ist. Aber hier ist es einfach nur, wir hatten ja diesen Drehbuchreinfall am Anfang mit den, wir träumen vom Träumen oder vom Fliegen. Lass uns das am Ende noch hinklatschen, damit wir auch noch diese Ernten- und Seen-Dramaturgie mit aufnehmen. Und das ist so Panne. Ich habe ja den Film davor schon, aber da habe ich dann schallend gelacht, weil das war so schlecht. Und das passte so nicht. Und dennoch, glaube ich, ist es das echte Ende. Und deswegen zähle ich es zum Film dazu und sage, das ist die mit Abstand schlechteste Sequenz. Und irgendjemand hat es sich auch gedacht und sagte, nein, Weingartner, das kommt nicht in deine Filmfassung rein. Und das stimmt auch. Man hat sich allgemein sehr viel gedacht bei Fassungen dieses Films. Deswegen gut, dass du die Serienfassung nochmal angesprochen hast. Ich verlese auch gleich nochmal ein Zitat von Herrn Weingartner. Aber Leute, wenn ihr den Film jetzt gucken wollt, es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Also, es gibt eine auf 2 Stunden, also es gibt die 2,5-stündige Kinofassung, die wir jetzt alle gesehen haben. Und dann gibt es eine auf 2 Stunden gekürzte TV-Fassung. Die findet ihr unter anderem bei ARD+. Wenn ihr jetzt wie ich Apple-User seid, dann habt ihr das Problem, dass euch Apple TV immer automatisch die Umsonst-Version rausgibt. Das heißt, ich musste wirklich mehrere Mittel und Wege benutzen, um für Geld diese 2,5-Stunden-Fassung leihen zu können und nicht von Apple automatisch gezwungen zu werden, die gratis 2-Stunden-TV-Fassung sehen zu können oder eben die 5-Stunden-Netflix-Fassung, die es dann auch noch gibt und die, glaube ich, aber auch in der ARD-Mediathek mal rumlag. Heinz Weingartner meinte zu diesem Serien- oder diesem Fassungswirrwarr, die Urfassung des Drehbuchs war 270 Seiten lang. Ich sah keinen Weg, das auf Spielfilmlänge zu kürzen und beschloss daher, alles erstmal so zu drehen, wie es geschrieben stand. Dann kamen plötzlich Serien in Mode. Im ersten Schnitt fertigten wir daher einfach eine 6-teilige Serie. Diese zeigt das Material genau in dem Tempo und Rhythmus, wie es gedreht wurde. Den Spielfilm stellte ich danach her, weil man anders nicht ins Kino kommt. Das war eine unglaublich harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt, denn der Spielfilm wurde ein riesiger Erfolg und ich bin auch mit dem Ergebnis zufrieden. Spielfilm heißt immer verdichten, komprimieren und vereinfachen. Dafür bekommt man diesen einzigartigen Erlebnisraum Kino. Wer jetzt also das Material in seiner Urform sehen will, muss sich die Serie reinziehen. Wer komprimiert die Essenz sehen will, der kann sich den Film anschauen. Also das ist eigentlich gerade durch die Blume eine Einladung, sich hier nochmals für die Lesung des 270-Seiten-Skriptes hier zu treffen. Aber wir haben ja auch nicht so viele Sprechrollen. Ich übernehme die Rolle der Jugendfrau. Ich bin der Motor vom 303. Patrick, du weißt, was auf dich zukommt. Du spielst alle anderen männlichen Figuren. Ja, fantastisch. Den Spanier, den Bundeswehrsoldaten und Jan Fjörte da, wie auch immer der heißt. Ach, also ein großes Film-Podcaster-Innen-Projekt. Wir lesen das Drehbuch von 303 als großes Event-Hörspiel. Stell ich mir Spaß Aber dann vor. Möchte ich, dass du, Finn, auch so ein Soundboard dabei hast, wo du gelegentlich noch mehr als nur Motorengeräusche machen kannst, damit es auch noch ein bisschen aufgepeppt wird. Und zwar improvisiert natürlich, weil wir nämlich wissen, dass man Sachen improvisieren sollte. Beim Thema Soundboard muss ich einfach noch mal auch eine Genialität dieses Filmes herausstellen, nämlich, dass die Foley-Sounds von einer Free-Seite stammen. Also im Abspann steht tatsächlich einfach www.foleysounds.com. Fand ich super, fand ich toll. Das heißt also, dieses Geräusch von unserer jungen Frau, jedes Mal, wenn sie in irgendetwas reinbeißt, ist auch nur ein Foley-Sound. Mhm. Das hat mich übrigens sehr genervt, weil diese Form der sinnlichen Übertreibung, wenn man dann schon mal Sinnliches hat, mein Gott, du isst doch jetzt da nur irgendein Kuchen. Ja, der Food-Porn, das ist so das Sinnlichste, was du kriegen kannst.
Naja, wir haben auch die tolle Surf-Sequenz. Also da sehen wir auch, dass der Jan auch Natur. Also ich fand die Surf-Sequenz in Top Secret besser. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, jetzt vergleichst du halt aber auch den Goldstandard irgendwie halt mit. mit dem netten Versuch. Mit einem Van. Mit der handelsüblichen Ware. Also gegen Top Secret können andere Filme ja auch nur verlieren. Das ist unfair, Patrick. Nimm das zurück. Ja, ich glaube, ich könnte selber nicht so richtig eine Highlight-Szene rauspacken. Ich möchte jetzt nicht sagen, der ganze Film an sich ist ein Highlight. Der ganze Film ist leider aber einfach auch relativ gleichförmig. Man schaltet, wie Patrick das meint, man schaltet halt irgendwann auch ab, weil man sich sagt, ja, es geht halt genauso weiter, wie es eben schon war. Ich glaube, es waren mehr so kleinere, feine Beobachtungen an der Seite, die mich begeistert haben, wie dass eben unsere 24-jährigen Kids noch Festnetztelefone haben, was ich auch im Jahre 2018, die wohnen ja offensichtlich auch alleine in ihren Wohnungen, einfach auch schon merkwürdig fand. Das fand ich toll. Das Universitätssetting gefiel mir. Dann, das habe ich mir natürlich angelesen, dass es dieses Modell des 303 in Wirklichkeit gar nicht gibt, also dass das eine Drehbuchkonstruktion ist. Mercedes hat niemals ein Modell 303 zugelassen. Es gibt einen, wie ist es, also, ich verlese uns einmal kurz. Der Filmtitel 303 bezieht sich laut Angaben im Film auf das Fahrgestell des Heimermobils 650 auf der Basis eines Mercedes-Benz Kleinlasters 303. Tatsächlich gab es aber nie einen Kleinlaster von Mercedes-Benz mit dieser Modellnummer, sondern lediglich einen deutlich größeren Omnibus. Das Wohnmobil, mit dem die beiden Protagonisten reisen, ist ein Heimer 650 BS, ungefähr Baujahr 1980, mit einem 85 PS Benzinmotor auf Basis eines Mercedes-Benz 308. Der Grundriss des Wohnmobils wurde dahingehend verändert, dass, wohl um der Filmcrew Platz zu schaffen, die nette, befindliche Toilettenraum verkleinert und durch einen Kleiderschrank ersetzt wurde. Dies ist an der vor dem Schrank befindlichen Dachluke und den Spuren der entfernten Toilettenwände am Dach des Fahrzeugs zu erkennen. Außerdem passt die eingebaute Schranktür nicht zur restlichen Einrichtung. Da wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Also, um es mit Lukas Bawenschik zu sagen, das scheint mir eine Drehbuchkonstruktion zu sein an dieser Stelle. Aber Eva, ich würde, was diese Dialoge angeht, dann doch nochmal einwenden, dass das jetzt nicht unbedingt so war, da habe ich mich vielleicht vorhin auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt, dass ich jetzt wirklich in dem Sinne ausgeschaltet habe, dass ich wirklich einfach nur noch, so weißt du, das war jetzt nicht so wie beim Dr. Faust das Lesen, dass ich einfach wirklich quer gelesen habe und hier irgendwie nur das einmal durchs eine Ohr rein, im anderen Ohr wieder raus, sondern es war so, der Film war für mich schon so ein bisschen in seinen Dialogen wie so ein Crash-Test-Dummy, weil ich ja die ganze Zeit gucken wollte, wie krass kann man so einen Dialog jetzt noch mehr gegen die Wand fahren oder was für ein Scheiß kommt jetzt noch? Also, was willst du mir jetzt noch erklären, dass irgendwie über dem Bereich, über der Lippe entschieden wird, welchen Partner man sich aussucht und über den Geruch, den man dann da erschnuppert und so weiter? Das sind ja alles so Weisheiten, wo ich auch tatsächlich sehr erstaunlich fand, dass die haben so diese merkwürdige Eigenheit, so auch wieder so eine Werke ohne Auto-Eigenheit. Das klingt im ersten Moment so, aha. Und trotzdem konnte ich mich danach nicht mehr daran erinnern, was die im Einzelnen in den Dialogen gesagt haben. Also obwohl... Das meinte ich mit diesem Aussteigen auch. Also so, dass dieser Film fließt halt zu einem Brei zusammen. Es ist unmöglich, sich die Dialoge zu merken. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es zerfließt wirklich einfach durch deine Hände und du kannst es einfach überhaupt nicht gar nicht mehr greifen, weil es einfach so, so leer ist. Aber ich möchte den Film wirklich lassen. Ich finde, er hat eine gute Szene. Jeder schlechte Film hat eine gute Szene. Und ich würde auch sagen, dieser Film hat eine gute Szene. Und zwar muss ich tatsächlich sagen, dieser Moment, wo sie sich nebeneinander legen und sehr, 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 sehr lange warten, bis sie sich küssen, das muss ich sagen, das hat für mich sehr gut funktioniert, weil ich finde weil ich es einfach nachvollziehen konnte und ich merke diesen beiden Figuren in dem Moment an, dass sie ein bisschen die Kontrolle verlieren. Und das war eigentlich das Sympathische an der Szene, weil ich würde auch sagen, die Hannes Weingartner-Filme sind immer dann am besten, wenn seine Figuren nicht so auftreten wie große Aufklärer und große Weltversteher, sondern wenn uns die Figuren als fehlbar dargestellt werden und auch vor allem als Figuren, die Kontrolle verlieren. Und ich habe den beiden diese Leidenschaft in diesem Moment wirklich abgekauft und ich fand das ganz schön, dass sie eben gerade deswegen so zaghaft sind, weil im Prinzip wirklich diese Angst vor dem Wahrwerden der Liebe und dem Wahrwerden von diesem Phantasma, was sie jetzt voneinander haben, dass sie da so zögerlich sind. Das fand ich sehr nachvollziehbar und tatsächlich sehr mitreißend, die Szene. Und ich muss sagen, ich finde, und ich finde auch das Ende tatsächlich gut gewählt. Natürlich ist es vielleicht auch irgendwie so eine Ausrede, einfach diesen Black Cut to Black zu machen am Ende. Aber ich muss sagen, der Film endet zumindest wirklich im richtigen Moment. Also ich hatte jetzt wirklich gedacht, da kommt jetzt noch ein Erklärdialog oder du siehst sie nochmal zum Strand laufen oder so, sondern nee, er wartet jetzt den ganzen Tag.
Und dann sehen sie sich, sie küssen sich und der Film ist vorbei. Und damit denke ich mir, okay, da ist tatsächlich irgendwie ein Gedanke reingeflossen, wie können wir es konzise und vor allem filmisch machen, dass tatsächlich über die Bilder in dem Moment auch irgendwie was ausgesagt wird. Und die zwei Szenen würde ich dem Film definitiv geben, dass die funktionieren. Die anderen jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich stimme den beiden zu. Auch das Ende, ich hatte ja vorhin noch quasi das harsche Ende noch kritisiert, aber du hast schon durchaus recht, es ist kein Film, der dann mit drei Enden aufwartet und man fragt sich, wann zum Teufel endet der Film, sondern er hat dann doch so eine überraschende Note im Sinne von jetzt, hier endet es. Von daher, dem gebe ich dem zu, also da stimme ich zu und auch die Kussszene ist in der Hinsicht, was dieses sehr zögerliche der Figuren angeht, übertragen dann auch noch auf den ersten Kuss, auch konsistent. Ich habe natürlich eine Lieblingssequenz und das ist durch und durch hämisch gemeint, aber was mich ja bei Filmen immer interessiert ist, wenn sie ästhetisch etwas machen, was sperrig oder auffällt. Und dieser Film hat ja eine unfassbare, auch in seiner Farbkomposition, eine unfassbare Gleichmäßigkeit und einen unfassbar uninteressanten Bildaufbau. Da passiert nichts besonders Spannendes. Aber in einer Sequenz ist dann doch etwas aufgefallen, und das gehört jetzt eher zu so quasi Produktionshintergründen dazu, wo ich mir die Frage stellte, warum ist das dort? Sie laufen über den Strand und man sieht sie erst einmal von hinten in einem normalen Schuss auf die beiden in der Rückenansicht. Und man sieht aber im Hintergrund schon, darauf laufen sie zu, eine einzelne Frau am Strand, die Yoga macht. Und dann wird umgeschnitten nach vorne, gleiche Perspektive, und sie laufen weiter. Und wir denken uns auf einmal, okay, jetzt muss gleich die Yogafrau kommen, ansonsten haben wir einen Anschlussfehler. Wann kommt die Yogafrau? Wann kommt die Yogafrau? Und dann kommt die Yogafrau, es wird noch einmal umgeschnitten und sie bleibt auch dort. Der Film also bleibt konsistent, was bedeutet, jemand hat mit Absicht diese Yogafrau dorthin gestellt und sich dachte, die macht da jetzt Yoga als die einzige Person ansonsten an diesem ganzen bescheuerten Strand. Und ich muss sagen, das hat meine Aufmerksamkeit dann doch noch auf mich gezogen, weil ich mir dachte, wir hätten dieses Bild jetzt auch ganz stereotyp mit dem Strandspaziergang weitergehen lassen können. Aber nein, irgendjemand hat sich gedacht, wir packen da jetzt intendiert diese Yogafrau hin, die auch noch, glaube ich, ein ziemlich neonfarbenes Kostüm trägt, also auch farblich auffällt und aus dem Bild herausfällt. Und da dachte ich mir, wer auch immer sich das ausgedacht hat, welche Nichte, Tante, Oma das auch mal war, die in den Film reinkommen wollte. Fantastisch, weil auf einmal war mein Auge so ein bisschen geweckt davon, dass ich ansonsten ja nur zuhören wollte. Aber ihr seht schon, es ist eine hämische Lieblingssequenz. Ich sage, es spricht sehr für den Film, dass viele unserer Lieblingsszenen so kleine Sachen am Rand sind, die einem vielleicht nicht auffallen würden. Ja, weil das normalerweise auch zu einem Film dazugehört, dass irgendwie die Umgebung auf das auch irgendwie einwirkt, was Es ist halt ein reduzierter Film. Minimalistischer Film. Ich habe mich, ich fand es sehr spannend, dass ihr das Ende der Kinofassung und wahrscheinlich auch der Fernsehfassung angesprochen habt, denn ich habe mich gefragt, ob es tatsächlich so passend ist. Ob nicht eigentlich auch die Idee des Roadmovies oder auch des Liebesfilmes an sich, wenn wir es auch nochmal mit Before-Film vergleichen oder sowas, nicht eigentlich sowas Ungewisses haben müsste. Wir reden hier über einen Film, den es nicht gibt, weil der Film endet halt, wie er endet, aber ich habe mich halt gefragt, müsste dieser Film nicht eigentlich auch mit einer gewissen Ungewissheit enden? Also, wäre es nicht schöner gewesen, tatsächlich nicht diese letzte Umarmung zu haben, sondern ihn einfach nur aufgucken zu lassen und damit ist es zu Ende. Es ist ein Trostfilm. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem. Es ist ein Trostfilm und Trostlektüre, Trostfilme haben immer zu sich, dass sie ja in dem Sinne nicht anders als abgeschlossen enden können. Also es muss ja mir ein Gefühl von, da ist jetzt was abgeschlossen für mich. Also das ist ja auch im Prinzip die Lüge, die dieser Film auch die ganze Zeit weitertreibt. Das ist ja auch ein sehr aphoristischer Film, immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Bonbon, nach dem nächsten Kalenderspruch. Und da kommt auch so die fundamentale Lüge dieses Aphorismensuchens. Und der Film ist vielleicht auch ein Aphorismus, weil der ganze Film kann ja zusammengefasst werden mit, du musst einfach die Person finden, die dich liebt, wie du bist. Ja. So, das ist eigentlich die du riechen kannst. Du musst die Person finden, die du riechen kannst. Die du riechen kannst, genau. Das ist vielleicht besser, das passt zu diesem biologistischen, neofaschistischen was dieser Film irgendwie auch so mit sich drin hat. Aber das ist, glaube ich, einfach so das Problem. Der Charakter des Films kann gar nicht anders enden als so. Weil die Liebe darf hier auch keine Leerstelle bilden. Also die Liebe darf ja auch selber nicht in sich auch hinterfragbar sein. Die ist was Absolutes hier. Und das passt aber natürlich auch wieder zu diesem Anti-Tinder-Kitsch, weil natürlich Anti-Tinder kann ja nicht heißen, wir haben dann ein differenzierteres Verhältnis zur Liebe, wenn wir wirklich Anti-Tinder sein wollen, sondern Anti-Tinder kann ja wirklich nur heißen, okay, wir stellen die komplett naive, perfekte, authentische Liebe dagegen, um dieser ganzen fürchterlichen Tinder-Kultur irgendwie zu zeigen, was ihr euch eigentlich entgehen lasst. Und die Figuren dürfen keine Leerstellen haben, das ist unmöglich, unvorstellbar.
Sehr, sehr gut ausgeführt. Ich glaube, der wirklich spannende Film wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt wirklich in der Before-Reihe weitermachen, wenn wir diesen Figuren 10 Jahre später noch. Hans Weingarten hat gesagt, er würde das gerne machen. Also ich sagen wir mal so, wenn diese beiden Figuren merken, dass sie eigentlich auch nichts aneinander haben. Also das stelle ich mir wirklich spannend vor. Also es ist in dem, Lukas hat das schon angesprochen, dass das Drehbuch sich faul aus dieser Schwangerschaftskiste auch rauswindet. Aber was wäre das denn für ein Film, wenn Jan tatsächlich mit seiner Vaterrolle konfrontiert wird in 10 Jahren? Oder wenn die beiden eben merken, naja, eigentlich so viel haben wir gar nicht aneinander, so sozusagen haben wir uns nicht mal. Ich glaube, das wäre tatsächlich das, was ich gerne sehen würde. Ich hätte mir vielleicht auch einen Epilog noch angesehen, in dem der Film darauf geht, aber dann hätte er eine Aussage gehabt. Oder wie Patrick gerade ausgeführt hat, dann wäre die Liebe eben nicht als diese absolute Überhöhung dagestanden. Also ich glaube, spätestens sobald einer von beiden ein Buch liest, machen sie auch wieder Schluss. Aber wie endet man normalerweise so ein Szenario? Wenn wir jetzt an Titanic denken, dann ist der eigentliche Horror, wenn die beiden in New York ankommen würden und sich auseinandersetzen. Zeiten des Aufruhrs. Ja, wir brauchen eigentlich eine Katastrophe. Aber der Film hat ja, weil ich finde, Patrick hat recht, es ist tröstend, muss es geschlossen bleiben und zu diesem Happy End führen. Ich muss übrigens noch hinzufügen, dass dieses Anti-Tinder-Schema, was wir jetzt aus dem Feuilleton kopiert haben als weiß ich nicht, Gedankenmatrize für den Film, eigentlich auch insofern passt, als dass man ja Tinder wiederum vorwirft, als Plattform sich reduziert zu haben auf einen reinen Booty-Call, also auf eine Sex-Plattform, in der man sich austauscht. Und was fehlt diesem Film absolut und wo man Sex, auch nie das Gefühl hat, dass irgendwie eine sexuelle Energie von den beiden ausgeht, nämlich genau das, Sexualität. Auch das würde dazu stimmen, also dazu passen, was Patrick gemeint hat bezüglich dieses Anti-Tinder-Dings. Wir brauchen dort eine perfekte Beziehung, ein perfektes, natürliches Habitat, in der sich die beiden kennengelernt haben und sich entfalten und nichts von dieser künstlichen, algorithmusgesteuerten App. Und dazu passt dann auch, es darf erst recht nicht, gar nicht auf irgendeine Art Booty Call hinaus. Ja, die Antwort auf Tinder ist ja im Prinzip hier der Biedermeier. Also ich meine, ich würde dem Film das jetzt nicht komplett absprechen. Also natürlich haben wir hier nicht das Niveau eines Werk ohne Autor, was den Sex angeht. Das kann ja auch keiner erwarten. Aber man hat ja durchaus dann mal bei den Küssen oder den Fastküssen sieht man ja zumindest eine gewisse Leidenschaft. Das ist jetzt nicht vollkommen Bieder, dass das halt wirklich nur so ein kleines Küsschen ist, sondern dann, wenn da mal wirklich geküsst wird, dann passiert das dann auch, aber ich stimme euch absolut zu. Man ist hier sehr oft irgendwie nackt oder zumindest in Unterhose oder man geht zusammen schwimmen oder so, aber da kommt niemand mal auf die Idee, nackt zu baden oder sonst irgendwas. Also das muss dann doch alles sehr anzüglich bleiben und ich fand auch sehr geschmacklos an dieser ganzen, ja, okay, das Kind ist jetzt nicht mehr da, Nummer, dass das halt der Film so irgendwie mir schon so als Zuschauer das Gefühl geben will, oh, Gott sei Dank. Ein Glück. So, Gott sei Dank muss er jetzt nicht diesen Bastard als Kind als Kind aufnehmen. So hat der Film zumindest funktioniert. Und sie muss nicht abtreiben. Und sie muss nicht abtreiben. Niemand macht sich schuldig. Das ist nämlich auch das Schöne, so dieses leichte Abtreibung ist gar nicht so gut, was diesen Film auch durchzieht. Weil das sind ja auch wieder die bösen Leute von außen, die dir halt sagen, Kind, du bist 24, vielleicht ist es zu früh an dieser Stelle. So wie die böse Mama. Wie die böse Mama, genau. Denk doch nochmal drüber nach. Ja, aber der Film hat ja generell irgendwie diesen merkwürdigen Gestus, einerseits so super seicht und tröstend zu sein, aber was macht ihr mit diesen komischen Abgründen, die er dann versucht aufzumachen? Also wofür brauchst du jetzt die Fastvergewaltigung im fucking Wohnwagen und wofür brauchst du jetzt diese ganze Fehlgeburtgeschichte? Also es geht ja, führt ja zu gar nichts. Ne, die Vergewaltigung brauchst du, damit Jan gut dasteht. Genau. Also damit Jan sich drehbuchmäßig für uns auch rehabilitiert. Nach dem ersten Dialog. Und die Schwangerschaft brauchst du, damit unsere junge Frau die Reise antritt. Wobei man sich auch vorstellen könnte, das wäre ehrlicher, die tritt die Reise an, um ihren Freund überraschend zu besuchen. Und zwischen ihr und dem Freund gibt es kein Problem. Und dennoch verlieben die sich. Das wäre ja ambivalent. Das wäre ja aber nein, es muss ja, es muss ja von vornherein schon klar sein. Und das unterstreicht übrigens die Serie. Der Freund in Spanien ist ein Arsch. Weil wenn der nämlich angerufen wird von seiner Freundin, steht er auf dem Feld mit jungen Frauen und hat lieber mit ihnen ein Gespräch am Führen als mit seiner Freundin. Das heißt also, Weingartner wollte von vornherein auch schon diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Freund, dem Doktoranden, schlecht dastehen lassen. Und da würde ich den Film aber auch in der Kinofassung lassen, das kommt, finde ich, auch da relativ schnell genau, aus. Klar.
Aber da fällt mir gerade ein, wenn der ist ja Doktorand, das heißt, der ist ja so ein Systemwissenschaftler. Also der hat's ja, genau. Der hat's ja auch geschafft, in diesem System sich eine Promotionsstelle zu besorgen. Das kann ja in dem Sinne auch nur bedeuten, dass er halt ein Arschloch ist. Weil die wirklichen Freigeister und die sind ja eigentlich die immer vom System ausgestoßen werden. Dementsprechend passt das. Aber das wird ja auch sehr deutlich, die Telefonate sind ja auch nicht sehr schön, die beiden so führen. Nein, genau. Und man stelle sich einmal vor, man hätte das alles weggenommen. Weil, wie gesagt, es ist ja am Anfang nur eine Motivation, dann löst es sich gefällig auf, ohne dass jemand daran Schaden nimmt oder eine schmerzhafte Entscheidung treffen muss. Ja, weder der eine muss das Kuckuckskind austragen, noch die andere muss eine Entscheidung treffen bezüglich Abtreibung oder nicht. Sondern es geht einfach seinen Weg, seinen biologischen Weg. Aber man hätte es dann auch weglassen können, aber dann wäre tatsächlich daraus ein Film geworden. Weil was ist nicht interessanter als eine Liebesgeschichte, die nicht darauf fußt, dass eine Person in einer schon bereits langsam sich zu ihrem Ende bewegenden Liebesgeschichte befindet, sondern im Gegenteil, in einer guten, gerade vielleicht als Fernbeziehung gestarteten oder jetzt in diesem Fernbeziehungsmodus sich befindliche Beziehung, die eigentlich erst einmal auf gut Deutsch healthy ist, auf gut Deutsch, und dann aber dennoch kommt dieser Moment der Attraktion, der Verführung, der zwölftägigen Reise dazu, vielleicht sogar mit einem Typen, der noch ein bisschen schlimmer in dem Hypermaskulinitätsdiskurs drin ist, als es unser Jan Fjörte da eigentlich zeigt, aber eigentlich schon in ihm steckt. Und dann hätten wir fast schon einen Film, weil das hieße ja Konflikte. Und zwar wirklich welche, die man ernst nimmt und die nicht einfach nur darauf hinauslaufen wollen, sie zu lösen. Wie auch immer man das am Ende tut. Fallhöhe. Das ist dann faul. Fallhöhe. Faul, einfach schlicht. Fallhöhe. Aber es ist halt Fallhöhe, genau, danke. Es ist halt diese Art von Film, wo man sich beim Schauen einfach an 10 bessere Filme erinnert fühlt. Und sich denkt, ich könnte halt die Before-Filme schauen. Ich könnte Harry und Sally Du schaffst schauen, sogar die ersten beiden Before-Filme in der Zeit, wo du den Film guckst. Ja. Und ist, also wenn ich jetzt ganz böse bin, dann sage ich, im Prinzip ist dieser Film die ersten 10 Minuten von Harry und Sally auf 2,5 Stunden verdichtet. Und ich muss grundsätzlich bei und es gibt ja auch einen besseren deutschen Wir labern in der Natur-Film, der 3 Stunden lang ist, nämlich Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Der hat natürlich diesen fiesen kleinen Vorteil, dass die Charaktere da tatsächlich Ideen austauschen und tatsächlich über richtige Sachen reden. Also die diskutieren da über Hegel und Co. Und dieser Film, und der Film endet ja auch in einer Art Katastrophe, beziehungsweise möchte tatsächlich eine These ausarbeiten und möchte auch, dass wir als ZuschauerInnen uns auseinandersetzen mit dem, was die Figuren da machen. Der Film, also Robert stößt uns auch mal vor den Kopf. Das Feuilleton mochte diesen Film ja nicht so. Ich las irgendwie, dass sehr viele Leute das Screening verließen damals auf der Berlinale. Da ist man natürlich hier bei so einem Film wesentlich besser aufgehoben. Bei so einem Instagram-Wohlfühl-Film. Ich meine, das ist ja auch wichtig, das mag ja der Feuilleton auch. Also es muss nur so ein bisschen kitzeln und das ist dann schon irgendwie Filmkunst. Aber ich glaube, was mich an dem Film so am meisten frustriert hat, war halt wirklich dieser Aspekt, dass dieser Film auch gar nicht reflektiert, wer hier eigentlich die Sprechrollen sind. Also es gibt überhaupt keine Unterscheidung zwischen den Figuren und dem, was der Film selber aussagen will. Also der Film meint es ja, also wer die anderen Filme von Weingartner gesehen hat, die fetten Jahre sind vorbei, Free Rainer, er versteht sich ja auch irgendwie so als irgendwie der Bewährungshelfer von Deutschland. So der irgendwie Deutschland so aus dem Kapitalismus raus begleitet mit seinen Filmen. Also ich finde, das hat Lukas ganz gut mal in einer Podcast-Folge, glaube ich, über Maxim Biller gesagt. So, wenn Maxim Biller der Bewährungshelfer für die Deutschen ist, ihren Holocaust-Trauma zu verarbeiten, Holocaust-Trauma, für die Deutschen vor allem. Jedenfalls, dass halt für mich Hans Weingartner immer so wirkt, als würde er uns wirklich sagen wollen, so, ich mache hier noch die systemkritischen Filme, die hier sonst gar nicht mehr gefördert werden. Aber das sind ja am Ende des Tages, das merkt man ja diesem Film auch an, es sind ja total staatstragende Filme in dem Sinne, weil sie einfach nichts ist. Also allein die Tatsache, dass man sich an die Dialoge nicht erinnern kann und dass die Idee dieser Figuren oder das Ende der Figuren auch nur so ein zutiefst privatistisches ist, dass irgendwie sich in diesem Naturkitsch verliert, also im Prinzip vollkommen apolitisch wird, ist halt geschenkt so. Das bringt dir halt gar nichts, die Dialoge. Der Film glaubt halt wirklich, man würde echt viel lernen, durch diese Dialoge und andere Perspektiven aufzuzeichnen. Und als kleine Anmerkung zu diesem Doktorandenfreund: Man möchte sich nicht ausmalen, was für ein Unsympath er gewesen wäre, wenn er den Georg Büchner Verlagspreis gewonnen hätte. Man muss übrigens hinzufügen, dass diese Figur von einem sehr gut aussehenden Schauspieler gecastet wurde in der Netflix-Serie. Kann man sich anschauen. Das macht ihn ja eigentlich noch verwerflicher. Absolut, ja. Mit Doktorandinnen auf dem Feld redend. Der hatte extrem viel Sexappeal und ich musste schmunzeln, dass dann genau diese Sequenz es nicht in den Kino-Cut geschafft hat. Also Fuckboy. Absolut. Ja. Fuckboy mit Biologie.
Ich möchte kurz noch mal den Soundtrack erwähnen, als wirklich den stimmt, das ich ganz nervigste Gedudel, was man sich anhören kann. Also der Arbeitsauftrag muss hier wirklich gewesen sein. Guck mal bei Kevin MacLeod oder sowas nach, ob du da wirklich möglichst anstoßfreie Musik findest, die man einfach drüberlegen kann. Die du auch irgendwann nicht mehr wahrnimmst. Also man schaut diesen Film und denkt, ach, da läuft gerade ein Song. Also ich habe im Abspann gesehen, es ist wohl ein Song von den Mighty Oaks drin. Das ist eine Band, die mir tatsächlich noch was sagte. Aber vieles davon scheint irgendwie auch, glaube ich, Komposition für den Film zu sein. Genau, weil 2017, 2018 auch erst gemacht. Also es waren sehr viele Songs, sehr zeitgenössisch. Ja, weil ich sah halt sehr viel den Namen Michael Regner im Abspann. Und wird auch hier gecredited, für die Musik verantwortlich zu sein. Ja. Ja, diese Musik stimme dir absolut zu, das ist so Musik, die du irgendwann nicht mehr wahrnimmst, und die Gleichförmigkeit der Ästhetik liegt ja tatsächlich auch in der Musikuntermalung. Also man könnte dir auch nicht sagen, welcher Song welcher ist. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube aber auch ganz entscheidend auch wieder bei diesem merkwürdigen Indie, was soll das sein? Indie-Pop, Indie, ja, dass dieser Indie-Pop natürlich sich auch dadurch auszeichnet. Bärtige Männer mit Brillen in Flanellhemden, die Gitarre spielen, ja, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr gutes Bild für diesen Film. Also, dass dieser Indie-Pop, also Pop ist ihm natürlich zu Kommerz, deswegen ist er ja Indie. Und deswegen versucht er dann so richtig, richtig seichte, wohltuende Gefühle von Freiheit irgendwie zu evozieren durch dieses, ja, diese merkwürdigen Streichler, die er seinem Zuhörer gibt, wenn man das hört. Also das traut sich nicht richtig Pop zu sein, also so richtig Kommerz, nicht auf die Kacke zu hauen, sondern das muss so ein bisschen die Seele streicheln, aber halt auch nicht zu viel, weil man ist ja hier tatsächlich sehr, sehr, sehr leicht aus der Bahn zu werfen, wenn man sich nicht in irgendwelchen Floskeln unterhält. Ich würde noch mal ganz kurz Lukas Bawenschik erwähnen, der ja zu diesem Film tatsächlich gesagt hat, in 303 fahren zwei Mineralwasserwerbungsstatisten von Kinder-Country nach Klischeestan und führen die Art von Dialogen, wegen der man aus WGs auszieht. er hat recht. Also ja, der Film emuliert tatsächlich die Ästhetik von Gerolsteiner-Werbung. So, weil ich glaube, im Jahre 2018 gab es auch genau so einen Spot. Oder Gerolsteiner macht das ja viel. Ja, ja, klar. Mit halt jungen Menschen. Natur. Autobahn, Freiheit. Aber Plastik, also Wasser aus Plastikflaschen. Denn das ist die wahre Freiheit. Du hast ja vorhin Patrick Julia Engelmann auch angesprochen, und dazu passt diese Musik ja einfach komplett. Also dieser Film ist ja einfach das letzte Einrichtungsstück, sage ich mal, halt in deinem Ich bin 19 WG-Zimmer. Also die DVD dieses Filmes stellst du halt neben das An My Country-Album und neben das Alles Nix Konkretes Album, das passt ja vom Farbschema auch ungefähr da rein. Und rechts daneben steht halt dann noch das Poesiealbum von Julia Engelmann. Ich würde vielleicht noch den Begriff so, ohne da jetzt allzu polemisch werden zu wollen, aber es hat der Film halt so eine merkwürdige senile Seligkeit, die er versucht zu evozieren, kurz SS. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Patrick, du hast echt einen Lauf heute an Gags. Also ding, 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 mein Lieber. Pow, 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 also, pow, on fire. Was ich bei dem Film sehr diffus und komisch finde, ist, dass diese neuen Jugendfilme sich ja nicht irgendwie dadurch auszeichnen, dass wir irgendwie rebellische Jugendliche haben, die irgendwie tatsächlich uns auch Angst machen als Jugendliche, dass man so denkt, so, oh, das sind aber eine junge Frau und eine emanzipierte junge Frau, ein emanzipierter junger Mann, die irgendwie mit neuen Ansprüchen kommen. Sondern Siegfried Löfter hat das Ganze mal ganz schön im Literarisch-Quartett zu diesem Buch, Wo dein Herz dich hinträgt, gesagt im Literarisch-Quartett, dass das halt so eine Art von Stoff ist, der irgendwie versucht, junge Menschen so darzustellen, als würden sie schon wie 80-jährige Großmütter und 80-jährige Opas auf ihr Leben zurückblicken und schon anfangen, ihre eigene Legende aufzubauen. Also ich meine, Julia Engelmann ist ja genau das. Wir werden uns erinnern, dass wir dann ein glückliches Leben geführt haben. Wir werden uns erinnern. Also man hat ja schon eigentlich sich mit den Zuständen, wie sie sind, gemein gemacht und sucht nur noch nach diesem, jetzt versuch mal irgendwie ein schönes, gutes Leben zu führen und positive Menschen und positive Gefühle und so weiter. Und das ist ja dann im Prinzip dieser versteckte Konservatismus in diesem vermeintlichen Freigeist-Seligkeits-Scheiß, weil man ja, die emanzipatorischen Ideen sind ja schon alle aus dem Fenster. Es geht nur noch darum, sich ein schönes, warmes Plätzchen zu finden in dieser Welt, wie sie ist. Und die ist dann halt dieser hässliche Van. Gut geschenkt. Du hast recht, was diese neuen Jugendfilme angeht. Ich glaube, das ist halt einfach einen dann aber auch wieder als eine Art Gegenbewegung zu sehen zu dem, was so vor den 2010er Jahren eben kam. Oder was man so bis 2012, 2013 hatte und was sein.
Also wir hatten so Serien wie Skins oder sowas eben nach um die Wirtschaftskrise rum, wo eben tatsächlich eben das Versprechen von Kapital nicht mehr gegeben war oder vom Aufstieg im Kapitalismus. Und dann hatten wir eben halt Serien, in denen Jugendliche tatsächlich feiern, sich zerstören, hedonistisch leben. Und ich sah eben ein Video-Essay auf YouTube, wo eben auch argumentiert wurde, naja, diese Ästhetik des Party-Girls, die mit schlafunterlaufenden Augen und einer Zigarette im Mund halt das Interview führt, wurde durch sowas wie Instagram eben zunichte gemacht, weil dann plötzlich eine neue Oberflächlichkeit oder eben eine Schönheit wieder da sein musste. Und da passt dieser Film eben natürlich auch wieder rein. Möglichst kantenlos, möglichst reibungslos. Und es ist ja schon einfach eine Ironie dahinter, dass der wie alt seiende 40-, 50-jährige Heinz Weingartner mit diesem Jugendfilm die Berlinale Generation 14 Plus eröffnet. Aber diese Ästhetisierung der Perspektivlosigkeit, ich würde das jetzt mal an Lukas weitergeben, würdest du das vergleichen mit sowas wie eben zum Beispiel Nomadland, also das, weil Finn und Lukas Pawlenczyk haben mal bei Richard Curtis darüber gesprochen, dass diese Filme so eine merkwürdig neue Genügsamkeit versuchen, dem Publikum einzutrichtern, also dass man im Prinzip im Zuge dieser neoliberalen Alternativlosigkeit den Leuten so ein bisschen versucht einzubläuen, versuch doch einfach mal genügsamer zu sein. Also das passt ja auch zu diesem ganzen Meditations-, finde dich selber, Vibe, der und diese ganze Industrie, die dahinter, dieser Rattenschwanz, der dahinter kommt, dass man im Prinzip so auf so eine ganz nette, seichte, kuschelige Art und Weise den Leuten eigentlich eintrichtert, ihr solltet euch vielleicht dran gewöhnen, dass ihr bald wirklich nur noch ein Van zum Leben habt. Und deswegen versucht man das dann mit solchen Filmen irgendwie zu manifestieren und dann macht es unfreiwillig, weil ich würde Hans Weingartner lassen, er hat die Jugend in das weiße Rauschen beispielsweise sehr hässlich porträtiert und sehr unbequem und sehr perspektivlos und wirklich nicht als etwas, wo man sagt, hier geht's noch bergauf, das ist jetzt hier nicht mehr Wirtschaftswunder, aber dieser Film versucht ja das Ende des Wirtschaftswunders in dem Sinne jetzt wieder auf eine nette Art und Weise zu konnotieren. Wie würdest du es einschätzen? Also ich finde, dass die These bei Nomadland sehr gut passt, weil Nomadland auch ein Film ist, der in seinem ästhetischen Formwillen einen seltsamen Kontrast setzt zu dem nicht komplett ausgesparten, aber eigentlich nur am Wegesrand befindlichen materialistischen, klassenkämpferischen Hintergrund. Also Amazon taucht dort nur auf als derjenige, der als großer Kapitalgeber, der im Winter dann noch mal ein paar Euro springen lässt, wenn man noch jemanden anstellen muss für eine gewisse Zeit. Aber und du darfst sogar mit deinem Wohnmobil auf dem Parkplatz schlafen. Das ist auch extrem nett. Freundlich. Das ist auch mega nett. Das ist sehr, sehr freundlich und zuvorkommt. Und dann macht es auch gar nicht mehr so viel einem aus, wenn man noch in die Flasche pinkeln und aufs Feld kacken muss. Aber dieser ökonomische Hintergrund wird ja in unserem 303-Film nur zu Beginn eingeführt, um diese beiden Figuren, wie Patrick sagt, als mehr oder weniger Außenseiter zu charakterisieren. Außenseiter aber im Sinne von, der eine ist nicht ganz konform, die andere ist nicht ganz in der Lage, gewissen Erwartungen zu entsprechen. Aber mit diesem Motiv wird ja so oder so nicht viel mehr gemacht und auch dieser ökonomische Hintergrund taucht da nicht mehr auf. Wir haben uns ja auch darüber gewundert, wie dann Jan seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, wie die beiden 12 Tage lang anscheinend ohne großen finanziellen Möglichkeiten überhaupt diese Reise antreten können und woher dieser Van eigentlich genau kommt. Okay, der kommt von dem verstorbenen Bruder und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles dann Fragen, die dadurch besonders auffällig werden, weil sie überhaupt nicht thematisiert werden. Ist das nun etwas, was man dem Film vorwerfen kann? Ich würde sagen, er ist dann in der Hinsicht noch einmal ein Tick unpolitischer als Nomadland, während ich tatsächlich Nomadland vorwerfen würde, dass er uns tatsächlich politisiert, und zwar politisiert hin zur gebe dich damit zufrieden, was du hast, mehr wird es nicht. Und dass unser 303-Film in seinen privatistischen Momenten und in seiner fehlenden ökonomischen Kontexten dann noch stärker unpolitisch ist. Und das kann man sich jetzt ausdenken oder auswürfeln, ob man das jetzt schlimmer findet als quasi den neoliberal-agitatorischen Film oder der so konform ist, dass er nicht einmal mehr ein agitatorisches Potenzial hat. Kann man jetzt aussuchen. Aber ja, ich sehe die Verbindung, würde nur sagen, dass bei Nomadland es eine deutlich stärkere Agenda ist und bei 303 ist so wie bei den vielen anderen sehr unpolitischen, sehr privatistischen Filmen, die aber eigentlich diesen Hintergrund haben, den ökonomischen, aber ihn nicht ausspielen, nicht dafür sich interessieren, dass da diese Verbindung besteht, aber eben Nomadland deutlich klarer ist, was auch die Kritikfähigkeit angeht. Wenn ihr beiden nichts mehr habt, es hat sich ja zur Tradition hier auch bei German Gulasch aufgeschwungen, dass wir nochmal gucken, was die österreichische Jugendkommission eigentlich zu diesem Film zu sagen hatte. Okay. Denn kurz nochmal als Erklärung für alle, die es nicht wissen, also die österreichische Jugendkommission
beschreibt tatsächlich, warum sie die Freigaben gewählt hat, die sie gewählt haben. Die schlüsseln das sehr fein auf und es gibt noch eine Positivkennzeichnung. Also, wenn die Jugendkommission der Meinung ist, wir haben es hier mit einem wertvollen Film zu tun, dann erhält er eben eine Positivkennzeichnung. Und 303 hat natürlich eine Positivkennzeichnung erfahren. Zunächst, dann ist es ja ein wertvoller und großer Film. Zunächst die Alterskennzeichnung. Dass einmal kurz gekifft wird, fällt einem jüngeren Publikum nicht auf und wird daher von der Kommission nicht als Belastungsgrund angesehen. Im Zentrum der Diskussion steht dafür eine Szene, in der Jule von einem Mann in ihrem Wohnmobil festgehalten wird. Während Jugendliche an dieser Stelle den ersten Schritt zu einer Vergewaltigung erkennen können, wird jüngeren Kindern die Situation einfach nur unangenehm erscheinen. In jedem Fall wird die Belastung nach einer kurzen Rauferei und etwas Pfefferspray rasch gelöst. Die Kommission ist der Ansicht, dass Dauer und Schwere dieser Szene Kinder ab 8 Jahren zumutbar ist und empfiehlt eine entsprechende Freigabe. Ich finde da dieses, es wird nicht als Belastungsgrund angesehen, auch einfach herrlich. Denn ich glaube, das ist programmatisch für den ganzen Film. Dieser ganze Film möchte eben einfach nicht belastend sein. Und ist dann belastend dadurch. Und ist dann belastend dadurch. Und die Positivkennzeichnung geht ein bisschen gegen das, was wir jetzt hier in den letzten 60 Minuten im Film gesagt haben. Aber warum denn die Dialektik der Belastung. Die Dialektik. Wir lassen andere Meinungen auch einfach mal im Raum stehen. Eine hervorragende Darstellerleistung zieht die Zuschauenden in die langen Dialoge der beiden Hauptfiguren. Diese philosophieren, oft kontrovers, über Liebe, Beziehung und Gesellschaft. Inhaltlich ist hier das ein oder andere für ältere Jugendliche dabei. Die Kommission stuft den Streifen, der seine Premiere bei der Berlinale in der Sektion Generation 14 Plus hatte, daher als annehmbar als Liebesfilm ab 14 ein. Ist doch schön, ist doch genauso wohlig wie der Film selbst. Hat doch der Weingartner selbst geschrieben. Wahrscheinlich. Vielleicht ist er auch wie Donnersmarkt zu den KritikerInnen gerannt und hat gesagt, hey, achte doch mal besonders auf diesen Dialog im Film. Man sollte wirklich nicht viel auf diese lustigen Juryentscheide oder Kommissionsentscheide geben, die offenbaren dann immer, dass man eigentlich näher reinblicken sollte, wer dort eigentlich sitzt, mit welchem Hintergrund. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Ja. Keine Ahnung, Kraftclub fahren mit dem 4x4, wir fahren mit dem 303 und das hat uns wenig gebracht. Mal wieder. Mal wieder. Eine Fazit, dass wir häufig nach German Gulasch Film ziehen. Es hat uns nicht so viel gebracht. Also ich glaube, ich muss diese Lehre jetzt damit kompensieren, dass ich jetzt erstmal mit meinem Van losfahre. Mal gucken, was ich finde. Aber wird jetzt nicht wieder der nächste Film ausgelost? Wir losen tatsächlich nicht mehr. Was? Aber wir können dir erzählen, über was wir als nächstes reden, denn das wird richtig wild. Und wenn du Lust hast, Lukas, darfst du da auch gerne dabei sein, denn wir wollen uns mal in den Thriller begeben. Wir wollen nicht immer nur Komödien machen. Den deutschen Thriller? Ja, wir wollen mal ins deutsche Genre. Knallhartes Genre-Kino. So, knalles Genre-Kino. Nachts, wenn der Teufel kommt? Nein. Ach so, wir sind noch bei German Gulasch. Wir sind bei German Gulasch, wir reden doch nicht über gute Filme. Nein, wir machen eine kleine Sebastian Fitzek-Reihe. Das Kind? Ja, wir reden über das Kind. Oh, ich habe den Roman gelesen, als ich 14 war und da schon gewusst, dass es voll die Scheiße ist. Wir haben den Roman gerade beide gelesen. Beziehungsweise Patrick hat den Roman gelesen und ich habe ihn als Event-Hörspiel gehört. Event-Hörspiel? Ja. Was spricht da denn Günther Jauch oder warum ist das ein Event-Hörspiel dann? Also es sprechen halt alle deutschen Synchronsprecher damit. Ah, aus dem Film. Und ich habe mir dann den Trailer zum Film angeschaut und anscheinend sind das auch die Synchronsprecher im Film. Denn es ist ja ein deutscher Film, der aber teilweise mit amerikanischen Topstars wie Eric Roberts gedreht wurde. Aber Ben Becker wird halt auch synchronisiert, habe ich das Gefühl, in diesem Film. Und David Nathan spricht das Kind. Leider nicht. Ja, das ist halt natürlich das Problem. Also, um das schon mal raufzugehen, ist, es geht ja in das Kind auch viel darum, dass wir eine mysteriöse Stimme haben, die man nicht zuordnen kann. Und wenn man jetzt halt leider einen Synchronsprecher hat, den man digital nachbearbeitet und so ein bisschen ein Ohr für Stimmfarbe hat, dann hat man halt das Mysterium von das Kind leider nach so einer Stunde Hörzeit schon relativ schnell entschlüsselt. Ich möchte da aber auch nicht zu gemein sein. Es könnte natürlich auch sein, dass dieses Event-Hörspiel für Leute gedacht ist, die den Roman schon kannten und eben das Ganze jetzt nochmal atmosphärischer aufbearbeitet haben wollen. Absolut. Aber Lukas, wenn du Lust hast, sprich gern mit uns über das Kind. Es gibt ja auch noch eine andere große Fitzek-Verfilmung, Abgeschnitten, mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger. Muss ich mir alles dann mal reinflimmern? Ihr müsst mir nur sagen, wo man das denn bekommt. Das Kind läuft bei Netflix gerade. Fantastisch. Auch als Sichtungshinweis für unsere HörerInnen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wollt, das Kind auf Netflix schauen. Und freuen, was wir darüber zu sagen haben. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du uns wieder besucht hast zu einem immer zweiten gerne. Deutschen Top-Film, ich komme der jetzt gerne nicht wieder. So viel, ja, sag ich mal, so viel Aggression losgetreten hat, wie vielleicht Werk ohne Autor.
Ich finde, ihr beide habt aber doch einiges Tolles, oder ihr habt viel mehr aus dem Film rausgeholt, als ich dachte, weil es war so eine dieser Folgen, wo ich mir dachte, über was sollen wir hier eigentlich reden? Also, aber ich finde, ihr habt das super getragen in dieser Folge. Lukas, vielen, vielen Dank mal wieder, dass du dabei warst. Immer gerne. Wo kann man dich gerade lesen, hören, schmecken, fühlen? Offiziell immer noch auf meinem YouTube-Kanal die zweite Produktion, wobei ich da, wie letztens auch schon ein User kritisch anmerkte, seit einigen Monaten inaktiv bin, sei denn etwas Schlimmes passiert bei mir. Nichts ist Schlimmes passiert, ich bin nur inaktiv. Deswegen ist aktuell nicht so viel zu machen bei mir. Also man kann gerne diesen Kanal aufsuchen, aber dort findet man aktuell nichts Neues. Es ist jetzt langsam wieder was in der Mache, sagen wir mal so. Sehr schön. Verlinkt wird er natürlich trotzdem in der Videobeschreibung. Sehr lieb. Ja, ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag. In den Sonnenschein, würde ich sagen, geht's jetzt. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren in Urlaub. Ja. Ja, ab in den Urlaub. Wär das ein Film, den man sich ansehen würde? Wir drei fahren mit einem Wohnmobil in den Urlaub. Nur wenn Weingartner dreht. Wir pitchen ihn. Also ich werde nur seine Dialoge aussagen. Ich will nicht improvisieren. Das traue ich mir nicht zu. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.